Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist ganz schön, dass wir uns wieder Publikum hier herbitten können. Es macht Spaß. Ich muss Ihnen aber gleich sagen, dass es heute ist keine ganz normale Kölner Treffsendung, sondern schon eine besondere. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, das immer noch stark tabuisiert ist, mit dem Thema Depressionen. Immerhin sind mehr als 5 Millionen Menschen davon betroffen, alleine hier in Deutschland. Und irgendwie schwingt manchmal noch mit, das sei keine Erkrankung, sondern irgendwas mit einer persönlichen Schwäche. Und dem wollen wir entgegenwirken. Wir haben Gäste eingeladen, die von ihren Depressionen erzählen, von ihrem Leben davor, währenddessen und auch manchmal danach. Meine Gäste heute Abend, er wollte immer der Beste sein und der zweite Platz war keine Option, bis die Depression ihn beinahe niederzwang. Heute kann er sagen, auch ein starker Mann kann und darf Schwäche zeigen. Der Fitnesstrainer und Influencer Fabian Niessel, herzlich willkommen. Schon seit seiner Jugend leidet er an Depressionen, machte Therapien, dachte auch an Selbstmord. Ohne Depression, sagt er, wäre ich möglicherweise ein anderer Künstler geworden. Der Musiker, Schriftsteller, Entertainer Rocco Schamoni. Freue mich sehr, dass du da bist. Es ist bekannt, nachdem sich ihr Mann, der Torwart Robert Enke, das Leben genommen hatte, gründete sie eine Stiftung, die aufklären will und Betroffenen Hilfeleistung bietet. Therese Enke, ich freue mich, dass Sie wieder mal da sind. Vielen herzlichen Dank. Homeschooling, Distanzunterricht, Quarantäne, was das bei Kindern auslösen kann, darüber spreche ich mit der Psychologin und Erziehungsberaterin Elisabeth Raffauf. Herzlich willkommen. Aufgewachsen in Bayern machte er schon im Kindesalter Erfahrung mit Rassismus und mit Ausgrenzung. Was das mit seiner psychischen Gesundheit zu tun hat, das versucht er herauszufinden. Der Musiker und Produzent David Mayonga. Schön, dass Sie da sind. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und weiß, dass noch viel Aufklärung nötig ist, um über diese Krankheit und Behandlungsmethoden weiter eben aufzuklären. Herzlich willkommen, Dr. Julia Nonn. Und sie gilt als eine Art Überfliegerin. Sie hat eine Universität geleitet, sie spricht 5 Sprachen, sie hat 2 Kinder großgezogen und sie hat 2-mal fürs Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Gesine Schwan, herzlich willkommen. Schon die Aufzählung gerade macht klar, Sie sind eine engagierte Frau, in deren Leben sehr viel passiert, sehr viel von Ihnen angestoßen wurde. Was bringt Sie dazu, über etwas Persönliches zu erzählen wie Depressionen? Als ich das erste Mal vor dieser Frage stand, das war zu Beginn nach 2000, als ich das erste Mal für die Position des Bundespräsidenten kandidiert habe, habe ich gedacht, also erstens, man kann das nicht verschweigen, dass da ein Problem war. Und zweitens ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich das ganz offensiv öffentlich sage, weil eben damals noch mehr als heute Depressionen doch etwas Anrüchiges waren und von Schwäche der Persönlichkeit zeugten angeblich und so weiter. Und da ich gemeinhin als eine starke Frau galt, dachte ich, ist ja nicht schlecht, wenn ich als starke Frau sage, ich hatte Depressionen. Dann kann man sich vielleicht daran auch öffentlich gewöhnen. Und ich habe auch oft das Echo bekommen, dass das was Befreiendes hat, wenn man einfach zugibt, ja, ich habe sie gehabt. Gehabt, sagen Sie schon, das ist ein gutes Zeichen, Sie haben diese Depression überwunden. Aber hätten Sie früher, vor Ihrer Depression, als eine so auch zielgerichtet arbeitende Frau, als eine so engagierte Persönlichkeit damit gerechnet, dass es Sie irgendwann trifft? Nein, habe ich nicht. Und es waren ja auch ganz besondere Lebensumstände, in denen das dann geschehen ist, nach 3 Jahren Krebskrankheit meines ersten Mannes, der dann verstorben ist, in schwierigen familiären Situationen. Das war schon eine sehr komplizierte Herausforderung, aber ich habe eben so gerade diesen Kontrast erlebt, dass ich ja vorher eigentlich immer mit allem fertig wurde und da dann überhaupt nicht mehr fertig wurde, sondern also ich habe funktioniert äußerlich, aber sobald ich zu Hause war, hätte ich am liebsten immer fort geheult. Und das ist ja mit Kindern ein Problem, denn das kann man ja von Kindern nicht machen. Ja, das heißt, in der Folge haben Sie es versucht, vor den Kindern zu verbergen, damit die Kinder sich keine Sorgen machen. Denn Kinder leiden sehr, wenn sie merken, dass ihre lieben Eltern leiden.
Ja, naja, sie hatten den Vater nun verloren. Und wenn nun auch noch die Mutter quasi verloren geht, weil sie plötzlich nicht mehr die ist, die sie mal war, dann ist das schon gefährlich. Und man kann vor Kindern eigentlich nichts verbergen. Deswegen war dann auch für mich die Entscheidung klar, ich muss jetzt was dagegen unternehmen. Ich kann es nicht einfach verstecken. Es war schon vor allen Dingen die Verantwortung gegenüber den Kindern. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht hatte. Ich hatte Glück, ich hatte einen wunderbaren Psychoanalytiker, uralt und deswegen souverän. Sie sagen, man kann es vor Kindern nicht wirklich verbergen. Ich erinnere mich selber daran, dass meine Mutter sehr schwere Phasen krankheitsbedingt hatte. Und wenn sie denn zu Hause war nach ihren Krankenhausaufenthalten, hörte sie immer sehr traurige Lieder von Ella Fitzgerald. Ich habe den Text nicht verstanden als kleines Kind, aber es war mir klar, es war eine Last, die in dieser Wohnung war. Und das ist für Kinder sehr schwer auszuhalten. Ja, und ich hatte ja nun meinerseits auch die Erfahrung meiner Mutter, die eine sehr fröhliche Mutter war, eine sehr vitale, temperamentvolle, die viel lachte. Aber dann nach einem Eingriff, wo alle sozusagen, also Brustkrebs und alles ausgeräumt wurde, damals Anfang der 60er Jahre, ist eine Bipolarität ausgebrochen. Also ist sie manisch-depressiv geworden und bis zum Rest ihres Lebens, also die letzten 40 Jahre, geblieben. Und das war noch mal sehr viel heftiger, denn diese Depression, meine konnte ich doch handhaben. Denn man sieht eben auch, das hängt jetzt, die Krankheiten sind nicht unabhängig von den Persönlichkeiten. Jede Depression ist verschieden, jede Persönlichkeit geht damit verschieden um. Aber diese Erfahrung mit meiner Mutter, wie sie sozusagen halbjährlich depressiv oder auch manisch war und dann überhaupt nicht mehr zu bändigen, denn sie war eine vitale Frau, das war schon heftig. Wir müssen vielleicht mal sagen, was bipolar eigentlich bedeutet. Das heißt, es umfasst vor allem Schwankungen. Ja, also bipolare Menschen schwanken zwischen einer hocheuphorischen oder manischen, also völlig sozusagen überkandidelten Art zu leben und depressiv zu sein und im Grunde nicht mehr aus dem Bett aufstehen zu wollen. Und das ist eine sehr verbreitete Krankheit, die hat persönliche endogene Gründe, also die liegen in der Persönlichkeit, aber sie haben auch manchmal exogene Anstöße, wenn man irgendwas ganz Furchtbares erlebt. Aber wie gesagt, es ist sehr verbreitet und im Grunde gibt es ein Mittel, Lithium, dagegen. Aber wenn man in dieser Phase ist und gerade lange depressiv war, dann möchte man eigentlich kein Mittel nehmen gegen das Erfahren, dass man plötzlich wieder euphorisch wird. Dann möchte man das auskosten und ausleben. Und das dann zu dämpfen, ist ganz, ganz schwierig. Das gelingt meiner Mutter, ist es letztlich nicht gelungen. Aber es hat mir viel zu denken gegeben, wie sehr wir doch auch mit allem, was wir uns möglicherweise anerziehen, an Disziplin oder so, von unserer inneren Chemie auch abhängen. Also das war ja bei ihr mit Händen zu greifen. Wie haben denn diese Phasen ausgesehen, wenn sie in einer geradezu euphorischen Stimmung gewesen ist? Oder war sie schon sehr heftig? Sie war auch eine sehr zornige Frau. Sie ist erstens mächtig auf Reisen gegangen, ist mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren, sie ist nach Japan gefahren, sie ist nach Israel gefahren. Und dann also mehr oder weniger abgehauen? Abgehauen. Und dann kriegten wir immer einen Anruf, dass das Geld aus war. Und dann mussten wir sehen, wie wir damit fertig wurden. Aber sie hat auch im Grunde ausgelebt, dass sie in der Generation war, die nicht, wie meine Generation es doch schon schaffen konnte, Beruf und Familie vereinbaren. Sie wollte das eigentlich, sie war sehr ehrgeizig beruflich, aber hat das nicht geschafft. Und das Heftigste, was ich mal von ihr gehört habe in ihrer Manie, war, dass dass sie mich anblaffte und sagte, ich verdamme dich bis ins Grab. Das ist ja eine Menge. Es hat mich jetzt nicht umgeworfen, sondern es war der Ausdruck ihrer Verzweiflung, dass sie eigentlich das, was mir gelungen ist, nämlich das auszubalancieren, Beruf und Familie, dass ihr das nicht gelungen ist. Und dann hat sie in ihrer Depression mich furchtbar vergöttert und in ihrer Manie hat sie mich verurteilt, ist auseinandergebrochen in ihrer Einstellung zu mir. Aber was Sie gesagt haben, ein Gleichgewicht herstellen, ja, das stelle ich mir in Ihrem persönlichen Fall, als Sie zum ersten Mal von der Depression heimgesucht wurden und Sie mussten zum einen es von ihren Kindern fernhalten. Sie konnten es eigentlich nicht ganz verbergen, aber fernhalten. Sie mussten aber auch beruflich weiter funktionieren. Das heißt, die Depression hat sie mehr oder weniger seelisch, psychisch niedergerungen. Sie mussten dabei gleichzeitig die Kraft aufbringen, an doppelter Front, sage ich, nenne ich es einfach mal, weil es ja wirklich um Kampf geht, zu funktionieren als Mutter und natürlich in ihrem Beruf. Naja, also ich glaube ja, dass viele Dinge auch im Leben Gewohnheit sind. Wenn man gewohnt ist, sich zusammenzunehmen, das
war ich, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch, weil ich damit gegen den Jähzorn meiner Mutter reagiert habe. Ich wollte das nicht, ich wollte diszipliniert sein. Aber wenn man das gewohnt ist, dann fällt es leichter und dann ist eigentlich eine Aufgabe auch eine Hilfe. Nicht? Man kann sich da nicht gehen lassen, sondern man muss das machen. Das ist ein Gerüst oder ein Korsett, an dem man sich dann bewähren muss. Also es ist nicht nur eine Belastung, es ist eine Hilfe. Ja, wenn Mann oder Frau es denn kann, wie sie es geschafft haben. Ja, aber das ist ein Geschenk. Also ich empfinde das nicht als meine Leistung, sondern als ein Stück Gnade, ob es einem gelingt. Wie man überhaupt sehr demütig wird, wenn man solche Sachen sieht, wie sehr das eigene Verhalten oder das von nahen Menschen doch eben auch nicht eigengesteuert ist und nicht das Ergebnis der eigenen Leistung. Ich glaube daran sowieso nicht, sondern man soll sich anstrengen. Ich habe mich auch angestrengt, aber letztlich ist das, was man vollbringt, ein Geschenk oder eine Gnade, für die man nicht kann. Aber hatten Sie in dieser Phase auch sowas wie Schuldgefühle? Ja, furchtbare. Denn ich meine, die Phase, wo das losging, war nach dem Tod meines ersten Mannes. Und der hatte, wie gesagt, 3 Jahre Krebs. Und ich glaube, wenn man mit dem längeren Sterben eines Menschen, der einem sehr nahe steht, zu tun hat, kommen ganz komplizierte Dinge hoch. Und jedenfalls ist dieser endgültige Abschied immer etwas, was das eigene Leben sehr in Frage stellt, weil man nie weiß, ob man sich da richtig verhalten hat und ob man sich weiter richtig verhält. Und es entstehen auch in einem selbst Emotionen, die man äußerlich steuern kann, aber die man innerlich nicht steuern kann. Und ich habe mir dann zum Teil Vorwürfe gemacht, dass ich sozusagen Gefühle hatte plötzlich, die ich verurteilte. Ich habe erst später gelernt in meiner Analyse, dass es Unsinn ist, Gefühle zu verurteilen. Man muss sie verstehen und dann kann man versuchen, damit umzugehen. Das ist natürlich auch, wo Sie jetzt gerade sagen, Sie sind ja auch diszipliniert. Wie streng sind Sie mit sich? Naja, das ist eines der Dinge. Ich war zu streng mit mir. Das war einer meiner Punkte. Mhm. Aber das hat auch keinen Sinn, das moralisieren zu sehen, sondern das entsteht aus einem Leben, wo man das Gefühl hat, man muss sich so disziplinieren, damit der ganze Laden nicht auseinanderfliegt. Ich hatte eine sehr temperamentvolle Familie. Gewisserweise ist der Laden auseinandergeflogen. Meine Mutter ist dann ausgezogen und so. Aber sich nicht zu überfordern, ist eines meiner Ergebnisse aus der Psychoanalyse, sich nicht zu überfordern, sondern zu verstehen, du kannst nicht immer denken, du kannst immer noch liefern. Du musst da bescheidener werden und nur dann kannst du einigermaßen durchhalten. Und ich glaube, ich persönlich habe für mich den Eindruck gehabt, ich bin sehr viel vorsichtiger, demütiger geworden, auch vorsichtiger in der Beurteilung von anderen Menschen. Das wäre ein positiver Effekt. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Ich muss mal jetzt Frau Dr. Nonn fragen. Bei der Mutter war es so, sie hatte eine Krebserkrankung und danach ist sie depressiv geworden. Also Krankheit als Auslöser für eine Depression. Ist das eine Ausnahme oder passiert das häufiger? Das kann passieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Belastungsfaktoren, die dann dazu führen können, sag ich mal, das Fass zum Überlaufen zu bringen und dann eben Auslöser für eben eine Depression oder wie in Ihrem Fall für eine bipolare Störung zu sein. Was mir auffällt, Sie haben gesagt, Ihre Mutter ist Anfang der 60er Jahre operiert worden. Mhm. Und Sie haben eben angedeutet, da wurde so ziemlich ausgeräumt. Ich sage furchtbar, bloß dieses brutale Wort. Und das war, glaube ich, eine Zeit, in der, ich sage mal neutral, die Medizin mit Frauen relativ rücksichtslos umgegangen ist, auch was ihre Weiblichkeit angeht. Naja, also es kann sein, ob das eine männliche Rücksichtslosigkeit des männlichen Operateurs war. Ich glaube, es war auch einfach eine Unkenntnis. Und man dachte damals, ja, Krebs war ja auch etwas fortgeschritten schon. Man dachte damals, das muss man also alles so radikal machen, um nur auf jeden Fall den Krebs zu verhindern. Aber es hat sie zum Teil verunstaltet, was dann mit der Röntgensache kam und ihre ganze Weiblichkeit. Da war sie erst 49, also blutjung, ist damit zerstört worden. Aber wir sind heute mit all solchen Sachen viel besser. Ich kann das ja auch sagen. Ich habe inzwischen 2 Brustoperationen hinter mir, weil ich auch von meiner Mutter her eine Vorbelastung habe, die mich aber gar nicht weiter umgeworfen haben, weil ich das wusste, dass ich diese Vorbelastung habe und auch regelmäßig in Kontrolle bin und das berührt mich gar nicht sehr. Die Operationen waren nicht schlimm und ich habe auch alles sozusagen immer unter Beobachtung.
Aber bei meiner Mutter war das noch ein furchtbarer Schlag ins ganze Leben. Und von da ab kann man sich ja auch vorstellen, wenn nicht alles so läuft in der eigenen Ehe und man ist dann plötzlich als Frau verunstaltet, das ist doch furchtbar. Ja, aber hat Ihre Mutter eine Therapie gemacht? Wie bitte? Hat Ihre Mutter eine Therapie gemacht? Nee, also sie hat sich alle möglichen so in Zeitschriften und so Personen rausgesucht. Und dann ist das ja auch, es hätte ja zum Teil eine Paartherapie sein müssen dann in diesem konkreten Fall. Männer sind ja da auch ein bisschen zurückhaltender, wenn man das ganz vorsichtig formuliert. Die wollen sich ja nicht mit ihrer eigenen Schwäche konfrontieren. Alle, die jetzt hier sitzen, wahrscheinlich ich schon. Ich wundere mich sowieso, dass wir so viel Zusagen von Männern bekommen haben, ganz ehrlich. Weil Männer reden ja nicht ganz so gerne auch über die eigene Schwäche. Also vielen Dank jetzt schon mal, dass ihr da seid, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja. Also die stehen aber auch, und standen damals noch, heute glaube ich nicht mehr so, unter diesem Erwartungsdruck. Du musst stark sein, du musst standhaft sein, du musst unbeugsam sein, an dir müssen sich alle festhalten können, ist ja alles Quatsch. Die sind ja auch nicht stärker im Prinzip als Frauen. Ja, aber Herr Nisse weiß ich nicht so. Lass einen Dreh. Frau Schwan, Sie sind eine sehr gläubige Frau. In der Phase der Depression, haben Sie an Ihrem Glauben oder an Gott gezweifelt oder hat Ihnen eher Kraft gegeben? Also ich habe nicht an der Existenz Gottes gezweifelt, aber ich habe an seiner Güte gezweifelt. Und ich habe dann auch meinem Pfarrer gesagt, ich komme jetzt in der nächsten Zeit nicht zur Messe, weil ich das innerlich nicht kann. Aber es hat mir nicht geholfen. Also ein Problem meiner Depression war ja diese Schuldgefühle, die ich hatte. Gegenüber dem, was ich in mir fühlte und was ich meinte, es gehörte sich nicht. Und wenn Sie die Bergpredigt lesen, dann geht es ja gar nicht darum, dass Sie irgendwie was Falsches machen. Wenn Sie nur einen falschen Gedanken haben, dann spüren Sie ja schon was Falsches. So. Und da habe ich auch mit Geistlichen gesprochen. Das war mir wichtig. Ein vorzüglicher Theologe in Bonn, ein Schweizer Böckler, ein herrlich unkonventioneller Mann. Und habe ihm das ausgebreitet, was mein Problem ist. Und er hat mir eigentlich gesagt, gar kein Problem. Sie haben sich richtig verhalten. Das ist keine Schuld. Mir war das wichtig, dass das jemand sagt, der sozusagen im Eid verpflichtet ist, mir jetzt nicht was Positives einfach zu sagen. Aber es hat mir nicht geholfen. Und ich habe gemerkt, also das ist dann der Unterschied zu einer theologischen Beantwortung, die auch wichtig ist, zur Therapie. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Therapie. Das reicht nicht, dass ich mit einem Pfarrer spreche und der mir sagt, du hast eigentlich kein moralisches Problem. Ich hatte aber doch ein Problem. Es war eben nicht rein moralisch, es war psychisch. Das ist eine wichtige Frage, auch über die wir gleich noch sprechen werden. Wie finde ich einen richtigen Therapeuten, einen richtigen Therapeuten, wie auch immer. Gesine Schwan, danke, dass Sie heute Abend hier sind. Vielen herzlichen Dank. Sie sind auch eine ganze Menge Fitnesstrainer, Personal Coach, Influencer mit einem Körper, der vor Kraft nur so strotzt. Das kann man ja wohl mal sagen. Aber in diesem Menschen steckte vorher ein junger Mann mit ganz viel Selbstzweifel. Wann haben sich bei Ihnen die Dämonen zum ersten Mal gemeldet? Also so richtig, also die erste Diagnose, dass ich Depressionen habe, die hatte ich mit 18. Aber ich glaube, die Dämonen, die Sie da gerade angesprochen haben, ich glaube, die gab es schon viel früher. Bloß ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich habe die ganz oft so zur Seite geschoben und dachte, ach komm, das ist bloß eine pubertäre Phase oder das wird schon wieder. Wie man es halt sich so immer so denkt. Aber so richtig damit konfrontieren wollte ich mich viele, viele Jahre einfach nicht, weil man hört immer so in den Medien so immer so abfällig, wie wird drüber gesprochen, psychisch krank, das klingt schon immer so ein bisschen so anstößig. Und ich wollte einfach dann nicht auch einer von diesen sein und wollte es einfach gar nicht wahrhaben. Wie hat sich das denn geäußert, als Sie noch jünger als 18 Jahre alt waren? Naja, ich war immer, also bei mir war immer die Einstellung, zweiter ist erster Verlierer. Also es war immer so, ich wollte immer der Beste sein, ich wollte immer alle anderen übertrumpfen. Und wenn mir das nicht gelungen konnte, dann war es mehr oder weniger so weit, dass ich halt dann an mir selber gezweifelt habe. Und das Problem war, viele, viele Jahre hat das echt gut funktioniert. Also im Fußball, in der Schule, es ging alles super. Aber irgendwann kam es halt dann an den Punkt, wo halt dann andere einfach besser waren. Also man kann ja nicht immer der Beste sein, es geht ja gar nicht. Aber ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Woher kam der Ehrgeiz? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin bis heute super ehrgeizig, manchmal vielleicht zu ehrgeizig. Ich habe das einfach so in mir drin. Ist denn das, was Sie sich antrainiert haben, das ist ja richtig Muskelmasse, Sie sind ein unglaublich stark wirkender Mensch, ist das auch so eine Art Schutzschild heute? Ja,
Ja, ja, absolut. Also das war tatsächlich damals auch der Grund, warum ich in den Kraftsport geflüchtet bin. Auch die Tattoos. Also das war jetzt so, ich wollte eigentlich, dass keiner ahnen kann, was hinter mir so abgeht. Wenn man diese beiden Fotos sieht von Ihnen, dazwischen liegen 10 Jahre? Ja. 10 Jahre, also links ein eher schmächtig wirkender junger Mann und dann hat er sich verdoppelt. Ja, fast, ja. Wie viel müssen Sie denn am Tag trainieren, damit Sie das halten und Ihre Dämonen gleichzeitig auch denen schon mal sagen, traut euch mal nicht ran? Also ich mache jetzt Kraftsport seit mittlerweile 13 Jahren und ich trainiere ja 6-mal die Woche, 1,5 bis 2 Stunden. Es ist ja irgendwo auch gleichzeitig mein Job, deswegen ist das ganz gut vereinbar, aber es ist halt auch irgendwo so meine absolute Leidenschaft und auch irgendwo ein Stück weit, ich brauche das auch, um das eben aufrechtzuerhalten. Ich folge Ihnen ja auf Insta und habe mir viele Sachen. Ja, natürlich. Sehr gut. Und hab mir viele Sachen angeguckt, wo Sie dann die Gewichte stemmen und Liegestütz, aber mit Gewichten und so. Ist das nicht auf Dauer ein bisschen langweilig? Nee, gar nicht. Das ist für mich, auch wenn das von außen betrachtet wahrscheinlich gar nicht so wirkt, aber das ist für mich pure Meditation. Also wenn man dann noch wüsste, was ich dabei anhöre für Musik, dann würde man es gleich noch weniger glauben, dass es meditativ ist. Aber ich kann da komplett abschalten. Das ist für mich so meine absolute 1,5 bis 2 Stunden Auszeit. Da ist mein Handy stumm, da Konzentration nur aufs Training. Krass. Als Sie das mit 18 Jahren dann nicht mehr wegdrücken konnten, was vorher schon irgendwie sich immer wieder meldete, aber in Zaum gehalten wurde, in Schach gehalten wurde, zu wem sind Sie gegangen? Wem haben Sie sich zum ersten Mal anvertraut? Ich habe damals gegoogelt, Neurologe Schwandorf, da bin ich aufgewachsen und ich wusste einfach, ich wusste eigentlich gar nichts, weil ich habe es ja niemandem gesagt, auch meinen Eltern nicht. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal hin und habe gehofft, der sagt mir so, das liegt an irgendwas. Also ich wollte einfach eine Antwort haben und die Antwort, die ich bekam, die war dann natürlich nicht in meinem Interesse. Weil mit 18 sitzt man da, man sagt, bekommt gesagt, du leidest an Depressionen. Und dann wirst du aber so stehen gelassen, mehr oder weniger. Dann, okay, ich habe jetzt Depressionen und jetzt? Ich habe dann Medikamente verschrieben bekommen, aber die wollte ich natürlich nicht nehmen. Und im Grunde dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich die Diagnose, aber ändern tut sich auch nichts. Ja, und dann? Habe ich einfach so weitergemacht. Das war eben das, ich konnte das damals echt immer nur phasenweise sehr gut wegschieben. Aber das ist ja eine ganz wichtige Frage und ich gehe nochmal zu Frau Dr. Nonnen. Also wenn ich jetzt an dir selber merke, ich komme nicht mehr klar, es ist irgendwas, wo ich denke, das ist jetzt keine normale Traurigkeit, sondern es hemmt mich, es belastet mich, es bedroht mich. Was ist ein guter Weg, um zu sagen, da bekomme ich Hilfe? Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Der, glaube ich, niedrigschwelligste wäre der Weg zum Hausarzt. Also Hausärzte in Deutschland versorgen wirklich unglaublich viele Patienten, Patientinnen mit Depressionen. Dann, wie Herr Niesel gesagt hat, die Neurologen, die Fachärzte für Neurologie, das ist ja ein Fachbereich, der Psychiatrie auch sehr verwandt ist. Dann die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Es gibt noch den Fachbereich psychosomatische Medizin und die psychologischen Psychotherapeuten. Was ist ja ein enorm vertrauensvolles Verhältnis, was da aufgebaut werden muss. Und wie finde ich den richtigen? Frau Schwan hatte Glück. Sie hatte einen sehr alten, erfahrenen Psychoanalytiker, dem sie vertrauen konnte und wo auch die Chemie stimmte, habe ich ja gehört. Aber es gibt ja sehr oft Fälle, von denen man hört, dass jemand bei einem Psychologen oder einer Psychologin ist, wo man dann nach einer Weile merkt, ich komme nicht weiter, oder irgendwie fehlt da was in diesem Verständnis. Und dann? Ja. Also, um Ihre Worte aufzugreifen, dass die Chemie stimmt, das weiß man auch, dass das der höchste Wirkfaktor der Psychotherapie ist, also dass die am besten gelingt. Und das Vertrauensverhältnis ist ganz, ganz wichtig zwischen Arzt und Patient oder Therapeut und Patient. Und wenn man merkt, es stimmt nicht, würde ich tatsächlich auch empfehlen, zu wechseln. Sind natürlich auch die Plätze sehr belegt, die Stunden schwer zu kriegen. Wie ging Ihr Weg weiter, Herr Niesel? Die haben die Tabletten nicht genommen. Warum eigentlich nicht? Hatten Sie da Angst? Ja, ich habe bei den Nebenwirkungen gelesen, was da alles passieren kann. Und da war man dann eigentlich schon bewusst. Also die erste Nebenwirkung, die da stand, war Depressionen. Also, das ist super. Und und ich war damals halt auch schon auf meinen Körper bedacht und Gewichtszunahme kann halt auch ganz schnell eintreten und ich fand das blöd. Ich wollte das nicht wahrhaben und der weitere Verlauf war dann so, die Phasen, in denen es mir gut ging, die waren relativ lang noch und diese depressiven Verstimmungen, die waren noch überschaubar. Aber je fortgeschrittener alles war, also je älter ich wurde, ich hatte dann nach meinem Abitur eine Ausbildung, da lief es alles andere als gut. Die Phasen wurden immer kürzer und die Phasen, in denen es mir schlecht ging, wurden länger. Können Sie mal sagen, was in diesen Phasen passiert ist? Was hat Sie dann so bedrückt oder gehindert, weiter Energie zu haben?
diese pure Verzweiflung einfach so und diese Angst, also man kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte so nicht zu beschreibende Angst, teilweise das Haus zu verlassen. Ich konnte weder zum Sport alleine noch sonst irgendwas tun. Und ich hatte einfach so schlimme Zukunftsängste und Existenzängste. Also total unbegründet, aber ich hatte einfach durchgehend Angst. Und später kommen dann auch Panikattacken dazu. Und man muss sich das so vorstellen, man steht im Grunde da, wie wenn jetzt ein wilder Löwe vor ihm steht. Man bekommt einfach Angst und will flüchten. Und das kann dann mal beim Einkaufen passieren. Du stehst dann da und hast dann auf einmal so viel Angst und möchtest am liebsten flüchten. Aber geht ja nicht, also was sollen die Leute denken? Und das war dann echt alarmierend teilweise. Das ist, ich glaube, dass Angst sehr, sehr weit verbreitet ist. Sie hatten keine Angst in Ihren depressiven Phasen, habe ich das richtig verstanden? Doch, natürlich. Nicht diese Art von Angst, dass ich jetzt wegrennen wollte. Aber ich glaube, dass Angst ein Teil jeder Depression ist. Dinge nicht mehr bewältigen zu können, nicht mehr zurechtzukommen, auch Dinge, die man eigentlich sonst gekonnt hat. Das sind nicht immer äußerliche Sachen. Und dann die Angst, dass es gar nicht besser wird. Ja. Ich habe es sehr stark empfunden, dass ich war sonst ein optimistischer Mensch. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwas wieder besser wird, dass etwas wieder gut wird. Das ist wie in einem tiefen Loch und man kann nicht denken, dass man da rauskommt. Aber Angst und dann das, was Sie sagen, das ist für mich ein wichtiger Antrieb auch, die Angst, nicht zu genügen. Also Sie wollten der Beste sein, das ist natürlich gleich ein hoher Anspruch. Und wir leben seit 30 Jahren in einer bekloppten Wettbewerbsgesellschaft. Also ich bin sehr für Wettbewerb in der Wirtschaft und auch in der Politik, aber sonst nicht, in der Bildung nicht und so. Und dieses Wettbewerbsdenken, ich muss besser sein als die andere Person, sonst gelte ich nichts, die schafft pausenlos Angst. Man kann ja nicht immer, man weiß auch gar nicht, inwiefern man besser ist. Das ist alles Quatsch, aber das ist so eine Angst und ist tief in den verschiedenen Dimensionen dabei. Ich habe aber auch verstanden, dass Sie Angst davor hatten, dass man sie durchschaut. Ja, voll. Also Ich hatte einfach eben Angst, weil ich wollte immer stark wirken und auch lange Zeit eben vor meinen Eltern, weil ich wollte, dass sie einfach stolz auf mich sind. Ich habe das nie irgendwie so von ihnen suggeriert bekommen, dass sie mich nur dann lieb haben, wenn ich Leistung bringe. Aber ich dachte, dass ich bin nur dann liebenswert, wenn ich gut bin. Aber Sie haben es immer ausgehalten irgendwo, versucht zu verstecken und dann ging gar nichts mehr und Sie sind in die Klinik. War das mehr oder weniger freiwillig oder war das sozusagen für Sie die letzte Möglichkeit, wenn die mir nicht helfen, dann kann mir überhaupt niemand mehr helfen? Boah, also an diesen Tag erinnere ich mich ganz ungern zurück. Ich war dann bei meinem Hausarzt, weil es mir körperlich so schlecht ging. Ich lag wirklich 2 Wochen nonstop im Bett. Ich ging dann immer zum Sport. Ich habe teilweise 16 Stunden geschlafen, also ging gar nichts mehr. Und dann meinte meine Mama, ich soll mal bitte zum Hausarzt gehen, weil der kennt mich seit klein auf. Der kennt auch die Familiengeschichte, weil mein Opi, der war leider auch sehr schwer depressiv, hat sich dann das Leben genommen auch. Und ich bin dann einfach mal zum Check gegangen und dadurch, dass er mich kannte, hat er mich relativ schnell durchschaut. Und dann hat er mich halt angeschaut und meinte so, Fabian, hattest du schon mal Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Und ich habe halt dann in dem Moment erstmal verstanden, so, ja, eigentlich nicht bloß einmal, also eigentlich ständig. So diese Gedanken, was wäre, wenn ich gar nicht da bin, wer wird alles zu meiner Beerdigung kommen, mögen mich die Leute dann mehr? Also das ist, wenn ich drüber spreche, allein schnürt sich das irgendwie schon so zu. Und das war dann alarmierend und dann bin ich an demselben Tag in die Klinik, weil ich gemerkt habe, okay, so geht's dann weiter. Wie lang? Ich war zunächst 4 Wochen in einer Klinik in Regensburg, weil die Plätze sind ja teilweise, du wartest ja monatelang. Ja, eben. Und das war aber, die mussten mich aufnehmen, weil es eben praktisch eben relativ dringend war, das BKH Regensburg war das. Und ich habe mich dann gleichzeitig in einer psychosomatischen Klinik beworben, in Windach am Ammersee. Und habe wirklich so großes Glück gehabt, nach 4 Wochen einen freien Platz zu bekommen und war dann nochmal 8 Wochen. Hatten Sie das Gefühl, als Sie rausgekommen sind, nach mittlerweile ja dann 12 Wochen, jetzt? Nee, es waren 4 und da Sie haben vollkommen recht. Alles gut. Entschuldigung. Das ist ja eine Zeit, aber dann mussten Sie ja zurück in die normale Welt. So eine Klinik ist ja auch ein Schutzraum. Ja? Ja. Wie ist dieser Übergang geglückt oder auch nicht? In der Klinik haben Sie das immer ganz treffend als Käseglocke bezeichnet, also wie wenn da wirklich so eine Käseglocke über dem ganzen Schutzding. Genau, man hat keine Alltagssorgen, man muss keine Rechnungen bezahlen, man muss nicht in die Arbeit gehen, das ist alles wunderbar.
Und dann in den Alter wieder zurückzugehen, war schon echt hart, weil ich einfach wieder genau in die alten Muster verfallen bin. Tagesablauf war wieder unstrukturiert, gleich wieder das Leistungsdenken und ich bin eigentlich gleich wieder von 0 auf 100 eingestiegen. Und die erste Zeit nach der Klinik, also 2017 und auch 2018, war es dann schon wieder echt ein Auf und Ab. Und ich dachte, so wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt einfach kein Licht am Ende des Tunnels. Mir ging es zwar dann schon viel, viel besser, aber ich dachte, ich werde immer damit konfrontiert werden und es wird nie ganz aufhören. Und wie ist es heute? Ich denke, dass wenn man mal Depressionen hatte, dass man die nie ganz los wird. Aber man weiß viel besser damit umzugehen. Und heute, wenn sowas sich anbahnt, kann ich das relativ schnell abwenden. Wie? Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar so, ich schaue mir das an. Also wenn wieder eine Angst und eine Panik in mir aufsteigt, schaue ich mir an, was will mir dieses Gefühl gerade sagen. Und dann merke ich relativ schnell, okay, da liegt das Problem und dann sucht man sofort eine Lösung und dann ist es eigentlich relativ schnell aus der Welt geschafft. Und Sie machen es öffentlich. Ja. Denn auf Insta sagen Sie nicht nur, ich habe mir da eins noch rausgeschrieben, es ist dein Leben, sei mutig, sei fokussiert, sei diszipliniert. Und dann ein paar Tage später schreiben Sie, man darf auch schwach sein, man muss es einfach nur zulassen. Und das ist, glaube ich, das, wenn ich es richtig verfolge, auch im Netz, wo Sie viel Zuspruch bekommen. Wie weit hilft der? Dadurch, dass ich schon von klein auf jemand war, der Bestätigung braucht, bin ich ganz ehrlich, ist es natürlich schön gewesen, als ich da wirklich den Mut hatte, das öffentlich zu machen. Und ich habe dann eben erkannt, wie groß der Bedarf auch ist, wie viele Menschen dankbar sind, wenn man sich mal hinstellt und sagt, hey, ich bin auch psychisch krank gewesen oder ich bin es teilweise noch. Und vor allem gerade Leute, die mich dann einem anschauen, die zum Beispiel der Arzt in der ersten Klinik, der hat mich ausgelacht, weil er gesagt hat, was willst du überhaupt hier? Du schaust überhaupt nicht aus, als wenn du krank wärst. Ja, wirklich, das war ganz schlimm. Ja. Und viele Leute denken eben so von mir, wenn sie mich so sehen, ich habe es selber verschuldet. Ich wollte ja genau so, dass die Leute es eben nicht sehen. Und das hat dann wirklich sehr viel Zuspruch gebracht, ja. Das heißt, Sie sind einen Weg gegangen und sagen heute, dieser Weg war richtig, es öffentlich zu machen und dazu zu stehen. Absolut, ich hätte es vielleicht sogar noch früher machen sollen, aber da hatte ich die Kraft nicht dazu. Fabian Diessel, danke. Alles Gute für Sie. Es gibt halt so viele Wege und Möglichkeiten und manchmal eben auch Unmöglichkeiten, leider. Theresa Enke, Ihr Mann hat sich vor fast 12 Jahren das Leben genommen, Robert Enke, und das hat in der Öffentlichkeit natürlich Wirbel ausgelöst, ein so erfolgreicher, toller Torwart und Mann. Das ist alles bekannt. Haben Sie die Erfahrung gemacht, seit Gründung Ihrer Stiftung, die ja aufklären soll, dass das Thema ein bisschen weiter enttabuisiert ist in diesen 12 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also da ist viel passiert. Wir sprechen alle viel offener darüber. Man sieht es auch an der Runde. Das Thema Depression ist angekommen. Und die Menschen haben nicht mehr so viel Angst über ihre Krankheit zu sprechen. Also ich versuche dann auch immer zu erklären, eben, dass es keine Schwäche ist, sondern wirklich wie Krebs, wie Blinder. Man kann nichts dagegen tun, aber man kann sich eben helfen lassen. Und wir sind weit in der Aufklärungsarbeit. Natürlich ist es noch stigmatisiert bei manchen Menschen. Und das wird wahrscheinlich auch lange noch so bleiben, bis man wirklich ganz offen drüber spricht und so damit umgeht, als wäre es ein Kreuzbandriss. Ja, aber was mir dann durch den Kopf geht, ist natürlich auch, Sie sagen ja selber, und deswegen sitzen wir heute Abend hier, wir müssen darüber sprechen, auch mit anderen weiter aufklären. Aber Sie waren ja in der, in Anführungszeichen, vertrackten Lage, dass Ihr Mann auf keinen Fall wollte, dass es bekannt wird. Ja. Und damit waren Sie sozusagen an seiner Seite gezwungen, das mitzutragen. Damals wussten Sie auch viel weniger über diese Krankheit. Aber wie schwer war dieser Druck, das aushalten zu müssen, die Einzige zu sein, die wirklich wusste, wie es ihm geht mit seinen Depressionen? Ja, ich war wie so eine Art Komplizin. Ich wollte das. Also anfänglich habe ich gedacht, ja, das ist sinnvoll als Torhüter, als starker Mann, Arena, Stadion, da kann er nicht sagen, ich habe eine Depression. Ich meine, wir wussten es damals auch von Sebastian Deisler, wie die Medien damit umgegangen sind. Und er hat gesagt, nein, als Torhüter, als letzter Mann kann ich nicht sagen, dass ich krank bin. Und das habe ich
auch verstanden. Also ich habe das dann auch mitgetragen und auch wenn es ihm schlecht ging, auch vor Freunden, dann ja, ist jetzt gerade heute mal nicht so gut drauf und viel Stress und so weiter. Also habe das aber da damals gar nicht so als falsch angesehen. Erst bei der letzten Depression, als ich gemerkt habe, dieser Druck ist einfach zu groß. Er muss an die, nicht an die Öffentlichkeit, aber muss seinem Trainer, seinen Vertrauten das sagen. Und das hat ihm Angst gemacht. Also das, und das wollte er nicht. Hat ja auch noch was mit dieser starken Männlichkeitsvorstellung zu tun. Und dann noch im Sport. Und der letzte Mann, wie Sie ganz richtig sagen. Der letzte Mann, in diesem Jahr haben wir ja auch Spitzensportlerinnen erlebt, die öffentlich bekannt haben. Zum Beispiel Naomi Osaka, eine der weltbesten Tennisspielerinnen überhaupt. Die sagte, ich muss jetzt mal aussteigen, ich habe Depressionen. Das ja. Aber es gibt diesen berühmten Satz von Ihnen. Wir dachten, mit Liebe schaffen wir das. Das haben Sie gedacht, aber... Das haben wir gedacht, ja. Das, aber wie schicksalhaft, wie falsch ist dieser Satz? Weil Liebe eben nicht ausreicht. Jetzt, ich frage mal Isabel Raff auf, als Psychologin. Das ist sicherlich ein guter Gedanke, mit Liebe können wir das schaffen. Aber wenn ein Krankheitsbild da ist, dann muss ein Experte, eine Expertin her. Das ist auch ein sehr verständlicher Gedanke. Ich kann das total gut verstehen. Das ist ein schöner Satz eigentlich. Ja, absolut. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass man eben nicht, wie Sie sagen, Komplizin wird, sondern dass man sagt, Mensch, ich bin überfordert, gerade weil ich dich liebe, bin ich gar nicht objektiv und kann gar nicht dir so helfen, wie du Hilfe brauchst. Aber das weiß man dann hinterher. Ja, und natürlich wissen Sie heute sehr viel mehr über dieses Krankheitsbild, weil es jetzt ein Teil Ihres Lebens geworden ist durch die Stiftung, genau. Als es früher eine Situation war, wo Sie unmittelbar beteiligt waren und wahrscheinlich gar nicht wussten am Anfang, wie Ihnen geschah. Ich hatte wirklich, also keine Ahnung. Ich bin da reingeschubst worden und habe mich während dieser Krankheitsphase, befasst man sich gar nicht so damit, weil man ist damit beschäftigt, seinem Partner zu helfen, zu unterstützen, sich selbst auch zu schützen in irgendeiner Form, die freie Zeit, wenn man mal die Verantwortung abgeben konnte, wenn ich wusste, er ist jetzt beim Training, es ist einigermaßen, er ist aufgestanden, dann habe ich mir für mich, also das habe ich dann schon so viel Rücksichtnahme mir gegenüber gehabt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich an mich denken, ich bin mit meinen Hunden spazieren gegangen, aber es, retroperspektivisch weiß ich, dass es eigentlich der falsche Weg war. Ich hätte es vielleicht schaffen können, ihn dazu zu bewegen, es öffentlich zu machen. Aber das ist mir nicht gelungen. Und er ist ja auch noch, auch wenn er depressiv ist und in der Phase nicht so genau weiß, was richtig und was falsch ist. Das ist dann leider so in diesen Phasen. Das kann man wahrscheinlich, können wir die Spezialisten dann bestätigen. Aber er ist trotzdem noch ein selbstständiger und eigenständiger Mensch. Und wenn das sein Wunsch ist, dann habe ich das dann respektiert. Frau Dr. Nonn, die Rolle von Angehörigen im weiteren Sinne, also nicht nur Familie, enge Freunde, wie immer, Menschen, die an einem Menschen sehr nah dran sind und teilnehmen, ist eine schwierige Rolle. Gibt es etwas, das man grundsätzlich raten kann? Grundsätzlich raten ist natürlich schwierig, weil es immer eine ganz individuelle Situation ist. Aber gerade für Angehörige, wir haben es eben auch gehört, auch wie belastend das zum Teil ist, da auch wirklich für sich selbst zu sorgen. Es gibt Selbsthilfeangebote oder auch wenn ich merke, das belastet mich jetzt so sehr, dass ich dann selbst eben als Angehörige auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehme, weil es ja einfach auch unglaublich Konflikte in einem selbst auslöst, wie wir gerade gehört haben. Auch dieses Gefühl von Verantwortung, was Sie ja sicherlich auch hatten, verantwortlich zu sein für Ihren Mann. Was glauben Sie, warum sind Sie selber nicht depressiv geworden? Ich habe Gott sei Dank keine Veranlagung und ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und wusste für mich, ich habe meine Tochter, die mich braucht und auch meine Tiere und habe das aber ehrlicherweise so nach Robbys Tod habe ich gedacht, okay, das bringst du alles jetzt in Ordnung, weil du möchtest dann nicht so dastehen, wie ich da gestanden habe, Chaos und ich weiß nicht wohin, was soll ich machen, es ist ja alles zusammengekracht, was man sich vorstellen kann und habe da so vor mir hergeschoben. Also ich hatte keine Suizidgedanken, aber ich habe immer gesagt, wenn ich früh nicht mehr aufwache, ist auch nicht so schlimm.
Also das war dann schon meine Gedanken und ich hatte keine Angst. Ich bin Hypochonder, ich habe Angst vor allen Krankheiten. Aber in dieser Phase habe ich gedacht, ist mir egal. Also wenn ich jetzt was bekomme, dann sterbe ich halt. Ja, dann ist das so. Okay. Sie haben eine Menge auch ertragen müssen. Sie haben eine kleine Tochter verloren. Ihr Mann hat sich umgebracht. Wie sind Sie dazu gekommen, sich selber einzugestehen, ich habe jetzt für mich, auch nach dieser Phase des Zweifelns, für mich ein Recht auf ein glückliches, auf ein eigenständiges neues Leben? Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber auch durch die Stiftungsarbeit, durch das bessere Verstehen der Krankheit Depression, dass ich verstanden habe, ich konnte nichts tun, ich habe alles getan. Und dadurch, die Schuldfrage wieder, ne, die wir vorhin schon bei Frau Schwan auch hatten. Mhm. Ja, habe ich auch länger gebraucht. Was wäre, wenn, habe ich mich oft gefragt. Und irgendwann habe ich für mich gesagt, nein, ich habe alles getan. Ich war da, ich war eine tolle Mutter, auch für Lara. Und irgendwann kam dann auch diese Dankbarkeit und auch, was Frau Schwan sagte, eben dieses Geschenk. Ich glaube gar nicht, dass ich so viel getan habe, weil mich viele dann immer gefragt, wie kannst du so stark sein? Nein, das bin ich. Ich bin jetzt nicht besonders stark, sondern das ist mein Leben, das ist mein Weg und ich bin den gegangen und jetzt blicke ich zurück und bin sehr dankbar, was ich jetzt daraus gemacht habe, wie es mir jetzt geht. Und und freue mich, dass ich jetzt eben durch diese Stiftung anderen helfen kann. Das finde ich interessant, dass Sie auch gerade jetzt zweimal gesagt haben, diese Stiftung hat mir auch geholfen, weil sie natürlich auch, um beim Begriff Stiftung zu bleiben, sie ist sinnstiftend. Genau. Also wenn die meisten Selbsthilfegruppen, Stiftungen entstehen eben durch tragische Vorfälle. Und ich bin das Gesicht der Stiftung und ich bin authentisch. Die Menschen hören mir zu, weil sie mich mit Bildern verknüpfen, die Tragik und die Menschen, die leben und fühlen mein Schicksal und dadurch glauben sie mir auch, was ich sage. Und dadurch haben Sie eine hohe Glaubwürdigkeit und das wiederum öffnet natürlich viele Menschen in ihrem Bewusstsein und auch in ihrem Handeln letztlich, genau, etwas tun zu müssen gegen die eigene Depression oder gegen die Depression derer, die sie sehr lieb haben. Genau. Ein Gedanke erstmal bis hierher. Gerne. Vielen Dank. David Bayonga, meine Frage ist auch, wir waren vorhin schon da, dass Fabian gesagt hat, er war schon unter 18 Jahren, als die ersten Depressionen ankamen. Sie sind Musikproduzent, Musiker, Künstler, machen 1000 Projekte, haben aber Sozialpädagogik auch studiert. Magisterpädagogik. Magister. Und wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass sich eine Depression in Ihrem Leben eingenistet hat? Wir hatten 2001, ich war eben immer Musiker, ne? Also so DJ und im Kinderzimmer laute Musik gemacht, so. Das war meine Form von Musiker. Und dann habe ich mit einem Freund das erste Mal einen Major Deal bekommen. Also einen Vertrag bei damals der Bertelsmann-Gruppe. Und wie alt waren Sie? Da war ich 20, war okay. Noch in der Schule, hat mir gesagt, nee, ich mache auf jeden Fall mein Abitur fertig, so, weil das war ein harter Weg bis dahin und das wollte ich auf jeden Fall abschließen. Und dann hatten wir wirklich die beste Phase überhaupt. Wir haben eine Tour in Kanada gespielt und dann kamen neue Musikideen von meinem Partner, die ich nicht mitgehen konnte, weil das einfach, ich wollte eine andere Form machen, habe dann den Vertrag nicht verlängert, die zweite Option dann nicht mit unterschrieben. Und meine Mutter war so, ich koste es, mach pur, jetzt hast du Geld verdient und jetzt machst du es nicht weiter und so. Und dann war ich so, ja, aber ich muss das machen. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, was da mit mir passiert, dass das so große Lebensentscheidungen sind. Und ich habe dann hab in einer WG gewohnt und habe, so ähnlich wie Fabian das auch beschrieben hat, ich habe es damals nicht Angst genannt. Für mich war es so, wie wenn man als Kind was richtig Schlimmes angestellt hat, was richtig Schlimmes und man muss... Es kommt raus. Es ist hundertprozentig sicher, dass das rauskommt. Das ist der Punkt der Scham dann auch. Es ist so ein bisschen Scham und auch so ein bisschen Angst vor dem, was passieren kann, aber alles so zusammengeknödelt in ein ganz tief sitzendes Gefühl im Bauch. Und das wird, oder war bei mir so, wurde immer größer und immer mehr übernommen. Und ich habe keine Ahnung gehabt von Depressionen oder wie oder was. Ich dachte einfach, das ist jetzt so. Das bin jetzt ich. Und ich konnte auch noch viel machen, aber immer weniger. Irgendwann waren die einfachsten Sachen, wie eben, dass man aufsteht und aufs Klo geht, war dann so, ja, oder ich gehe halt nicht. Ich mache das alles hier.
aber dann so, also solche Gedanken, und ich habe es einfach nicht verstanden, was da mit mir passiert, und wurde auch wirklich in den Phasen, wo es mir dann ein bisschen besser ging, sehr aggressiv. Fabian hat es ja für sich behalten, der hat sich nicht getraut, ja, seinen Eltern oder wem auch immer zu erzählen. Hatten Sie jemanden, eine Vertrauensperson? Dadurch, dass ich nicht wusste, was mit mir ist, und ich dachte, ich bin jetzt einfach so, gab es für mich auch nichts zum Erzählen. Okay. Ich habe das erst weitaus später, als es dann ein bisschen besser ging, so Musik gemacht und das dann in die Liner Notes von der Platte geschrieben. Und dann hat eine Bekannte irgendwann mich angerufen und gesagt, hey, ich fand's so krass, was du da geschrieben hast, dass du da so ein Jahr lang nichts machen konntest, und hast du da was gemacht, so, hast du Therapie und so? Und ich so, wie Therapie? Sie so, ja, das ist ja eine Depression. Und ich so, was? Quatsch, das ist so, weil das ist, war halt scheiße so, aber das ist jetzt ja wieder besser. Ich bin ja jetzt wieder, ich kann jetzt wieder alles machen. Ich brauche doch nicht, hör auf, und habe das nicht wahrhaben wollen. Und so ging das tatsächlich immer weiter, bis ich meiner Mama das dann erzählt habe und die dann auch eben das gesagt hat, so, du musst dieses Gefühl, das ist eine, meine Mutter hatte auch Therapie wegen ihrer Traumata als Kind, und hat gesagt, das ist, schieb das nicht weg, so, du musst das anschauen. Und dann haben wir überlegt, ob ich bei ihrer Therapeutin, die hatte dann einen Praxiswechsel, und bei dem Nachfolger eine Therapie mache, was dann nicht geklappt hat, und das ist alles Jahre her. Und ich habe das immer weggeschoben. Dann habe ich weil ich dann auch eben Pädagogik und Psychologie studiert habe und noch mehr Verständnis dafür bekommen habe, dass es wirklich eine Krankheit ist und dass die vor allem mich nicht verlässt, wenn ich nichts mache. Und wann haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen, ob nicht manche Ereignisse in Ihrer Kindheit zumindest dazu beigetragen haben, dass eine Depression kam? Letztes Jahr. So, ja. So kurzfristig? Ja, die ganze Zeit war das alles so eine nebulöse Geschichte. Dann habe ich eben eine Hypnosetherapie gemacht, um da klarzukommen, weil ich mich nicht imstande gesehen habe, eine Gesprächstherapie zu machen, und mir das zu krass war, eben einen passenden Therapeuten, Therapeutin zu finden und so weiter. Und das, was der Therapeut da gesagt hat in der Anamnese, war so, als ich ihm das alles erzählt habe, was ich so durchlebe, der sagt, das ist ja ganz schlimm für die Leute um sie rum. Und ich war so, hey, mir geht's schlecht, so, was, die Leute um mich rum. Aber hab dann auch mir so gedacht, so, ja klar, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, was ich eigentlich mit den Menschen um mich rum mache, wenn ich die ganze Zeit so Phasen habe, wo ich nichts tun kann, wo die Leute denken, die interessieren mich nicht, weil ich nicht ans Telefon gehen kann, weil ich nicht zurückrufen kann, weil ich mich nicht melde, weil ich nicht komme zu wichtigen Terminen, und dann einfach so als... War es Ihnen dann irgendwann egal, oder weil es Ihnen zu viel war? Es war zu viel, und irgendwann, ich konnte es dann auch nicht ansprechen, und erst eben, als ich dann das so ein bisschen aufgearbeitet hatte, konnte ich bei meiner damaligen Band, als wieder so eine Episode kam, konnte ich sagen so, hey, es kann sein, dass ich in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon nichts mehr machen kann. Weil ich fühlte, das kommt, und ich kann das auch jetzt noch kommunizieren. Und das war das erste Mal, dass ich das mit Leuten kommuniziert habe, mit denen ich gearbeitet habe. So. Und erst letztes Jahr kam dann ich hatte für eine Reihe, die ich gemacht habe, recherchiert, ob es in Deutschland schon was gibt, Veröffentlichungen zum Zusammenhang von Rassismus und psychischer Gesundheit. Das letzte Jahr war ja das Jahr, in dem wir angefangen haben, wirklich intensiv in dieser Gesellschaft über Rassismus zu sprechen. Genau. In einer Form, die es vorher, in einer Breite, die es vorher so nicht gegeben hat. Anlass war die Ermordung von George Floyd, und dann brach sich im Grunde um diese Diskussion endlich Bahn. Genau, und das ist, was da passiert ist, ist, dass auch viele Menschen, die immer mit Rassismus konfrontiert waren, sich viel mehr connected haben, sich viel mehr auch damit auseinandergesetzt haben. Ich hatte ein Buch geschrieben auch über meine Erfahrungen, und dann habe über diese Lesungen und auch die Treffen mit Leuten gemerkt, dass meine Geschichte mannigfaltig vertreten ist. Wobei diese Geschichte ist noch besonders, weil sie eben das einzige, ich habe es vorhin schon gesagt, als ich sie vorgestellt habe, das einzige schwarze Kind weit und breit in Bayern, da wo sie gewohnt haben. Ja, also in diesem Ort Marktschwaben war. Ja, das war aber für Kinder, ist das die Welt. Ja, das ist der Erlebnisraum, ja, in dem Sie groß geworden sind, ja, oder langsam größer geworden sind. Wann ist denn die erste Erfahrung, an die Sie sich erinnern, wann ist die passiert, wo Sie wirklich gedemütigt worden sind als kleiner schwarzer Junge? Das war mein erster Tag im Kindergarten. Der erste Tag? Ja, das war, wir sollten einen Stuhlkreis bilden, weil die neuen Kinder dazu kamen, und dann wollte ich mich da hinsetzen, und hat der Junge gesagt, also ich spreche jetzt das N-Wort nicht aus, aber er hat gesagt, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, ja, neben mir auch nicht. Wo ist er? So, und er hat dann gesagt, du bist es.
Und ich war total verdattert, so, was soll ich jetzt machen? Und dann hat die Kindergärtnerin gesagt, ja, setz dich halt da drüben hin. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe die ganze Zeit gegrübelt, was das denn soll. Habe meine Mutter gefragt, was das bedeutet. Und dann hat sie halt einem dreijährigen Kind versucht zu erklären, was das bedeutet, wenn man abgelehnt wird wegen seiner Hautfarbe. So. Und ich war, ich glaube, dass das ein tatsächlicher Moment war, der halt mich als Kind das erste Mal dazu gezwungen hat, so diese Frage, was bin ich eigentlich, zu versuchen zu beantworten und an dieser Beantwortung zu scheitern. Und da so das erste Mal so ein bisschen eine Identitätsproblem mit sich zu haben. Und dadurch, dass das dann von jeder Stelle immer weiter ging, das war wie so, als wäre im Kindergarten so eine Tür aufgegangen in diese Dimension, weil meine ganzen Freunde und ich hatten das bis dato nicht erlebt. Das hat keine Rolle gespielt. Und von da ab hat es aber immer eine Rolle gespielt. Auch in der Schule? In der Schule, mit Lehrern, mit Schülern, dann eben diese Frage von aufs Gymnasium zu gehen, so, ich hatte die Noten, aber nicht die Empfehlung und so weiter. Das ist bis in die Hochschule halt so. Aber mir ist eben aufgefallen, dass Sie gesagt haben, dass die Kindergärtnerin dann gesagt hat, dann setz dich halt dahin. Ja. Das heißt, sie hat nicht dem anderen Kind gesagt, nein, nein, das ist richtig, wo der sitzt, sondern sie hat sie dann weggeschoben im Prinzip. Ja. Und es war eben meine Normalität. Wenn ich etwas Negatives erfahre, dann ist das in Ordnung. Wenn ich abgelehnt werde aufgrund meiner Hautfarbe, dann ist das in Ordnung. Weil in der Zeit, also ich bin in den 80ern da groß geworden und da war das kein großes Thema. So. Als ich dann in den 90ern im Gymnasium war und versucht habe, über rassistische Diskriminierung zu sprechen, haben die Leute mir gesagt, ach du, das gibt's gar nicht mehr in Deutschland. Das haben wir hier nicht mehr. Und dann war ich so allein mit diesem Gefühl, dass mir was wehtut und ich kann das aber mit niemandem teilen. Es wird nicht anerkannt. Genau. Nicht ernst genommen. Genau. Und das Interessante, und deswegen bin ich eben letztes Jahr so drauf gekommen, dass ich quasi auch meine depressiven Episoden als etwas angenommen habe, was halt einfach zu mir so, das muss ich jetzt aushalten. Wir können uns ja vorstellen, dass wie Beispiele in der Schule sich noch ereignet haben. Das ist, glaube ich, nicht allzu schwer, darüber nachzudenken. Aber wie sind Sie dann mit der Depression sozusagen, ja, kann ich sagen, fertig geworden oder nicht fertig geworden? Ich bin mittendrin am Fertigwerden. Okay. Ich habe tatsächlich jetzt... am Fertigwerden ist schön. Bitte? Am Fertigwerden ist schön. Ja, also das ist mein das ist jetzt gerade der Stand. Ich habe es zum ersten Mal geschafft. Also ich hatte vor Jahren schon mir die Nummern von Kliniken geholt, damit ich, wenn das eben so schlimm wird, mich irgendwo hinwenden kann. Dann wurde es letztes Jahr im Corona-Sommer, wo dann musikalisch nichts ging, auch Zukunftsängste hoch 10. Kann ich jemals meinen Beruf wieder machen? Ich bin gerade in die Live-Crew von Deichkind gekommen. Wir hatten meine erste große Tour, jeden Tag 16.000 Leute und dann direkt in den Lockdown. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt, okay, ich muss jetzt was machen. Ich habe Angst, weil ich keine Selbstmordgedanken hatte, sondern eher Gedanken wie, so wenn man vom Balkon runterschaut, so, dann wäre es voll schön, wenn einfach alles vorbei wäre. So, wenn es einfach wie so einen Mantel ablegen. So, das wäre voll gut und voll erleichternd. Das heißt, Corona hat es verstärkt? Absolut. Und das hat mir aber gleichzeitig auch, weil da so... da war dann auf einmal, es war klar, dass die Plätze noch rarer sind als zuvor. Keine Praxis hatte externe Leute über Zoom oder so aufgenommen. Und dann hat meine Krankenkasse hatte dann einen Depressionscoach, den man anfragen konnte. Man musste da so einen Fragebogen ausfüllen. Und ich bin an dem Fragebogen gescheitert, weil mich das so überfordert hat, weil ich so Multiple Choice und ich war so, ja, aber das, so ist es nicht. Und da stand dann eben auch, denken Sie an Selbstmord. Ich war so, nee, aber es wäre schön, wenn es vorbei wäre, so, aber das ist da nicht zum Ankreuzen. Und die Kästchen reichen nicht aus. Ja, und dann habe ich habe das 2 Wochen oder 3 Wochen offen liegen gehabt so und ich habe es nicht fertig gemacht und habe dann jetzt ganz viel versucht, ich habe bei so vielen Praxen angerufen, so viele E-Mails geschrieben, entweder 10 Monate, 11 Monate Warterei mir in Erwartung gestellt so und die meisten haben sich gar nicht zurückgemeldet, weil die einfach alle überlastet und überlaufen sind. Und ich habe dann bei einer Ausbildungsstätte für psychologische Psychotherapeuten angefragt, weil ein Bekannter gesagt hat, so das könnte da schnell gehen, weil die in Ausbildung sind und die brauchen quasi Leute, mit denen sie üben können. Und genau, das erinnert mich so an Friseure, Haarmodelle gesucht, halber Preis. Ja, und ich war wirklich so, ich habe jahrelang das weggeschoben, weil ich dachte so, nee, brauche ich nicht. Und dann war es irgendwann so, ich möchte damit fertig werden, ich möchte das klarkriegen. Und in diesem Prozess sind Sie jetzt?
Genau, und ich habe jetzt tatsächlich gerade mein Erstgespräch fixiert bekommen und kann da hingehen und habe zum ersten Mal eine Alternative, die mir mich sehr hoffnungsvoll stimmt. Reicht wieder, Frau Dr. Nonnen? Ja, das, ich finde auch, also es ist eine ihre Ausdauer. Ich will die Frage jetzt gar nicht an Sie richten, wie viele aufgegeben hätten, wenn der Weg so beschwerlich ist. Meine Frage ist eine andere, nämlich dass diese Verstärkung durch Corona, da ist eine Depression schon da und dann kommt noch eine berechtigte Angst von außen. Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Also, was hat Corona insgesamt ausgelöst, was dieses Phänomen angeht? Also ich finde gerade, was beschrieben worden ist, gerade für die psychisch Erkrankten oder depressiv Erkrankten sind unglaublich viele Alltagsstrukturen weggefallen. Also dass eben, sage ich mal, Tagesstätten eben, aber auch andere ambulante Hilfen, dass die Kontakte einfach reduziert wurden. Und gerade bei depressiv Erkrankten ist es ja unglaublich wichtig, diese feste Tagesstruktur, Ziele zu haben. Sie haben gerade auch gesagt, da war plötzlich irgendwie gar kein Auftritt mehr. Also ein Ziel, ein Plan, den Sie ja hatten, der war plötzlich weg. Und das ist tatsächlich bei sehr viel depressiv Erkrankten berichtet worden, dass die dann auch eben wieder in eine depressive Episode zurückgefallen sind. Gibt es da, also ich bin nicht depressiv, aber ich erinnere mich daran, dass ich eine Therapeutin gefragt habe, als Corona anfing, was soll ich denn jetzt eigentlich machen im Homeoffice oder so den ganzen Tag? Und sagte, geben Sie sich bitte eine Struktur, ja, versuchen Sie sich einen Tagesplan zu erstellen, hören Sie jeden Nachmittag eine Stunde Musik oder irgendetwas oder machen Sie jeden Morgen einen Waldlauf oder wie auch immer, dass man das irgendwie bekommt, um diese Struktur zu halten. Sie sind verheiratet. Mhm. Wie haben Sie das, die Situation, in der Sie jetzt sind, mit Ihrer Frau geteilt? Tatsächlich dankbarer, also ich bin unglaublich dankbar dafür, weil wir waren immer sehr offen miteinander. Also ich habe ihr das auch gesagt, wir sind schon seit 15 Jahren zusammen und schon von Beginn an war das klar, dass da bei mir, also bevor wir zusammengekommen sind sogar, dass ich da immer mal ein bisschen Schwierigkeiten habe. Und wir haben uns, sie hat schon viel länger mich eigentlich gedrängt, mir professionelle Hilfe zu suchen. Und dann war eben die Hypnosetherapie der erste Schritt, was auch tatsächlich viel gebracht hat, weil allein dieses Gefühl zu haben, dass einem geholfen werden kann, ja, dass man nicht dieses, ja, Gefühl ist, dass man eben nicht so allein ist. Ja, nicht nur nicht allein, sondern hilflos, in diesem, genau, man ist hilflos und man hat in diesen Phasen das Gefühl, man ist nicht mehr man selbst, man ist nur noch dieses Gefühl, man ist nur noch dieser Zustand. Oder bei mir war es zumindest so, ist bei vielen wahrscheinlich anders, aber zu merken, dass das immer noch zwei Dinge sind. Zu merken, dass es der Zustand etwas ist, gegen den man was unternehmen kann. Ja. Und dass, wenn etwas gegen den Zustand unternommen wird, nicht man sich selbst verliert. Weil man ist eben nicht dieser Zustand. Und deswegen hat sie mich auch sehr unterstützt, auch in der Suche nach Therapiemöglichkeiten. Und genau. Und ich habe versucht, also bei mir ist tatsächlich auch jede Struktur weggebrochen. Ich habe das auch gewusst, so dass das hilft und habe das auch eigentlich gehabt. In einem unsteten Leben als Musiker hatte ich mein Sport. Ich habe so Bodenkampf mache ich da und das war alles toll, aber konnte man natürlich auch nicht machen. Und ich war so überrascht, weil ich kaum hatte ich diesen Kernsport verloren, was der größte Teil meiner Struktur in der Woche war. Nicht mal am Tag, sondern in der Woche. Konnte ich mich zu Hause auch nicht motivieren, mich zu bewegen. Ich habe dann das gemacht, als Kind so. Ich habe dann gegessen. Ich habe gegessen und getrunken, weil dann habe ich mich gut gefühlt. Ja. So, und das war ganz schlimm, weil man dann so sich selber noch weiter entfernt von der Möglichkeit, sich da irgendwie auch wieder zu betätigen. Und sich war, auch nicht wirklich gut fühlt wahrscheinlich. Genau, ne? Sich nicht nur punktuell gut fühlt und dann halt erkennt so, okay, ich ratter hier gerade in eine Sackgasse rein. Und das war dann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hey, let's do everything to get this over with. Aber wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg. David Bayonga. Wir drücken Ihnen die Daumen. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie hier sind. Elisabeth Raff, auf Psychologin und Erziehungsberaterin. Die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen ist in der Corona-Zeit massiv gestiegen. Genaue Zahlen haben wir noch nicht, aber es ist einfach vollkommen klar. Bei den Einzahl habe ich hier Jugendliche von 16 bis 19. Da waren vor der Pandemie immerhin auch 10% betroffen von Depressionen. Nach dem ersten Lockdown schon 25%. Das ist jeder Vierte. Und vor allen Dingen aber auch bei den Kleinen
bei 6- bis 12-Jährigen ist die Schulsituation so dramatisch in vielen Fällen, durch Homeschooling, durch Quarantäne, Distanzunterricht, Maskentragen etc. pp., dass viele Kinder damit nicht klarkommen. Woran erkenne ich als Elternteil, als verantwortliche Person, mein Kind ist gefährdet? Also es ist ja, als Elternteil kenne ich ja mein Kind gut, hoffentlich. Hoffentlich. Das heißt, ich weiß ja, wie es normalerweise ist. Es ist fröhlich oder mal schlecht gelaunt oder es macht gerne spielt gerne Fußball oder tanzt gerne. Und wenn ich merke, da ist irgendwas anders. Also Sie haben gesagt, ich habe dann angefangen zu essen, wie ein Kind, ne? Wie als Kind. Ja? Also manche Kinder fangen dann an zu essen oder manche mögen gar nicht mehr essen oder manche mögen nicht mehr spielen oder haben so ein ganz ausdrucksloses Gesicht und wollen nicht mehr mit Freunden sich treffen. Also wenn mein Kind sich verändert und ich anfange, Mensch, was ist los? Ja. Also das muss noch nicht Depression sein. Also ich denke sowieso, dass man vorsichtig sein muss, weil das ist ja fließend, die Übergänge. Ne? Irgendwas von depressiven Gefühlen kennen wir alle. Also die Frage ist, wann kippt das so? Genau. Ja? Und das wichtig ist, dass ich in Kontakt bin mit meinem Kind. Und wenn mir was auffällt, dass ich da hingucke und das Kind frage, was ist los? Ich mache mir Sorgen um dich. Oder wenn ich merke, das Kind möchte überhaupt nicht sprechen, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja? Sollen wir mal zusammen Eis essen gehen und wir sprechen auch nicht über Schule zum Beispiel. Ja. Aber man muss sich ja klar machen, also ich versuche mir das zumindest auch vorzustellen, dass Kinder, also kleine Kinder, gehen zur Grundschule zwischen 6 und 9, 10 Jahren, ja, denen bricht plötzlich erstmal über eine ganze Zeit die Schule weg, ihre Freunde. Es gab eine Quarantäne, es gab eine Kontaktsperre. Plötzlich ist die Welt, die sie vorher gehalten hat, die Routine, der Ablauf, die ist ja nicht mehr da. Das ist eine ungeheure Anstrengung für ein Kind, das irgendwo auszuhalten oder so zu leben. Ja, und das ist natürlich auch das Schwierige. Also es ist ja noch mehr. Es merkt ja auch, meine Eltern, die machen sich auch Sorgen, denen geht's auch nicht gut. Vielleicht haben die gerade keine Arbeit oder streiten sich häufiger. Also das kommt ja ganz viel zusammen, auch im privaten Bereich. Und natürlich, das macht total unsicher. Kinder brauchen Berechenbarkeit und brauchen Sicherheit. Und vielleicht ist das an manchen Stellen vorher schon labil gewesen und jetzt ist gar nichts mehr da oder ganz, ganz wenig. Und das verunsichert maßlos und das macht auch so das Gefühl, ja, was soll ich überhaupt noch? Kinder sind ja eigentlich kooperativ, die versuchen ja dann zu helfen oder Probleme zu lösen, auch wenn es jetzt Schwierigkeiten in der Familie gibt. Und dann merken die, ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will, ich kann alles machen, aber es hilft nicht. Also das ist ja sowas, Sie haben das in anderer Form angesprochen, dieses, ich will was leisten, ich will was schaffen, ich will ganz gut sein, aber es gelingt nicht. Also es ist wie so ein auf der Stelle treten. Ich erlebe das im Bekanntenkreis hier, dass Kinder mit 7, 8 Jahren plötzlich auch richtige Angstzustände bekommen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wenn es schon so weit ist, was können Eltern tun? Wir wissen ja alle, nicht nur bei Erwachsenen, auch bei Kindern gibt es viel zu wenig, sehr wenig Therapieplätze. Wann ist der Punkt, wo ich als Eltern begreifen muss, ich brauche auch da, das ist ja auch eine Frage heute Abend, wann brauche ich Hilfe? Mhm. Wann hilft Liebe nicht allein? Wann muss da mehr kommen? Wie ist das bei Kindern? Ja, wann ich sag mal, lieber früher als später. Sobald ich das Gefühl habe, es ist irgendwas und da wäre es ganz gut, wenn da mal jemand drauf guckt, dann ist es der Zeitpunkt. Und sei es, ich gehe in die Beratungsstelle und höre, ist alles normal, alles in Ordnung, ist es ja auch gut. Aber also, Beratungsstellen, gibt es da genug? Ja, das ist die Frage. Im Moment sind die natürlich auch sehr belastet, aber es gibt ja auch öffentliche Beratungsstellen, wo man schon auch nach einigen Wochen einen Termin bekommt. Haben Sie auch den Eindruck, wie es neulich in der Zeit mal stand, dass die Politik eigentlich 9 Millionen Kinder irgendwo hat links liegen lassen, dass man viel mehr hätte tun müssen, um Kinder aufzufangen? Ich sag mal so, Kinder sind zumindest sehr gefordert gewesen. Kinder sollten verzichten, sollten zurückstecken, sollten sich nicht treffen, sollten alles nicht machen, was sie eigentlich gerne machen und sollten die Alten schützen. Ja. Genau. Und dann waren die Alten geimpft. Ich sag mal, das trifft nicht für alle zu. Und dann haben gesagt, jetzt wollen wir aber wieder unsere Rechte haben. Und dann wurde auch nicht so auf die Kinder geguckt. Also ich male jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Aber ja, an manchen Stellen gibt es diesen Eindruck. Und dieser Gedanke, dass dieses Homeschooling, was das alles nach sich zieht,
der war schon relativ früh, aber der hatte wenig Konsequenzen. Ja, das stimmt. Also was das wirklich bedeutet für Kinder, auch wenn nicht jemand anders auf sie guckt als die Eltern. Also Kinder, die schon eher aus belasteten Familien kommen, wo dann gar nicht mehr eine Lehrerin ist oder eine Erzieherin oder jemand, der sagt, Mensch, irgendwie dem Kind geht's nicht gut, wir müssen mal genauer hingucken. Es ist ja auch eine soziale Frage. Absolut. Also wenn die Wohnverhältnisse beengter sind als anderswo, dann ist das schon belastender natürlich, als wenn ich in einem größeren Haus wohne, mein eigenes Zimmer habe und ausgestattet bin mit allem Digitalen, was ich so brauche für das Homeschooling. Was macht es? Was glauben Sie als Psychologin, was macht das mit einer Generation, die so viel auch hergeben muss, sage ich jetzt mal, an Lebensfreude, an Rechten, auf Schule, auf Bildung, auf Freude, auf Freunde. Mhm. Was macht das, wenn ein hoher Prozentzahl derer, man spricht ja mittlerweile von bis zu 30%, sind dann wirklich auch, haben eine psychische Störung, wenn die mal älter werden? Was bedeutet das? Kann man das überhaupt in irgendeiner Weise absehen oder Also das wird nicht bei allen gleich sein. Das kommt sehr darauf an, wie die begleitet werden. Also ob die Erwachsenen jetzt nach ihnen gucken und sagen, ey, die Kinder brauchen Unterstützung, die brauchen Ermutigung. Denen muss auch gesagt werden, ihr habt ganz viel geleistet und das ist richtig toll, ihr habt Einwirkung. Also beim Thema Depression ist ja auch dieses Gefühl, ich habe keine Einwirkung, ich habe keine Selbstwirksamkeit. Wodurch unterscheidet sich, ich muss da mal eben einhaken, Frau Raffer, wodurch unterscheiden sich die Symptome von Depressionen bei Kindern und Erwachsenen? Ja, ich sag mal, Kinder, die verhalten sich dann vielleicht erstmal so, dass sie zum Beispiel weinen oder sehr anhänglich sind. Also da beobachtet man mehr das Verhalten. Und bei Älteren, die haben zum Beispiel, also Jugendliche, das ist ganz häufig das Gefühl, sie haben das angesprochen, seit 30 Jahren haben sie gesagt, dieses Gefühl, ich muss so viel leisten, dieser Leistungsdruck. Die Kinder und Jugendlichen sagen, auch die in die Praxis kommen, eigentlich bin ich gut in der Schule, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe mein Leben nicht. Und die äußern natürlich auch so Sätze wie, das haben auch Sie haben auch so einen Satz gesagt wie, ach, es könnte jetzt auch mal vorbei sein oder eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich hier soll. Also die haben natürlich auch Sprache oder sie ziehen sich sehr zurück. Ja. Sie haben ja beschrieben, ich soll mein Kind beobachten und wenn ich dann merke, es verändert sich, es weint mehr dies und jenes. Aber was ist, wenn ein Kind, wenn man wirklich merkt, das Kind fällt aus seiner Welt? Mhm. Wann muss ich da eingreifen und was muss ich tun? Also sobald wie möglich mit dem Kind Kontakt aufnehmen. Gut ist, wenn ich immer irgendwie Kontakt habe, auf eine Weise. Es muss nicht immer über Sprache sein. Aber natürlich dem Kind auch sagen, ich habe was gesehen, ich mache mir Sorgen. Und vielleicht bin ich gerade nicht die Richtige, mit der du sprechen möchtest. Aber ich sorge dafür, dass es jemand anderen gibt, mit dem du sprechen kannst. Und das muss nicht sofort ein Therapeut sein. Das kann auch erstmal eine Patentante sein oder irgendjemand, zu dem das Kind Vertrauen hat. Also dass es erstmal so einen Schritt gibt. Also man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ja, sondern kleine Schritte, eins nach dem anderen und vorsichtig gucken. Sie haben ja auch den langen Weg beschrieben, den Sie gegangen sind. Und das dauert. Und erstmal so eine Öffnung und zu zeigen, ich sehe was und ich gucke auf dich und ich bin respektvoll dir gegenüber. Ich glaube, der zentrale Begriff, den Sie gerade eben gebraucht haben, Vertrauen. Ja, Vertrauen aufbauen. Absolut. Elisabeth Raffauf, danke, dass Sie heute Abend hier sind. Gerne. Vielen Dank. Rocco Schamoni, Ihr Vater ist vor 2 Jahren gestorben und Sie haben in seinen Aufzeichnungen gelesen und festgestellt, dass er depressiv war. Hat Sie das überrascht? Sorry, Silent, die Lesung kommt immer noch wieder hoch am Samstag. Also, das hat mich nicht überrascht, weil er mir das vorher schon erzählt hat, dass er im mittleren, späten Jugendalter Depressionen hatte und dass es dann wegging und ich solle durchhalten, weil er wusste, ich hatte auch welche. Ab 25, also früher bei mir ging es auch mit 18 los und ich bin dann aber quasi tiefer eingestiegen in den Stollen ab Mitte 20. Die große Klippe ist, wie wir alle wissen, die Zahl 27. Der Club der 27-Jährigen, die sich dann alle umgebracht haben im Musik- und Rockbereich, ist immens groß. Das ist so der Bereich, aus dem auch Sie kommen, Musiker, Autor, Entertainer. Genau. Und dann habe ich es aber gelesen in seinen Tagebuchaufzeichnungen, die er hinterlassen hat. Und er hat geschrieben, als er 25 war, dass er jetzt gerade den Moment, damals war es 1965, starke Depressionen hatte. Und da war ich erstaunt, weil all das, was er beschrieben hat, dem entsprach, was ich auch erlebt hatte. Und das wusste ich nicht.
Also ich habe eine Stelle in Ihrem Buch gefunden. Ich habe momentan wieder einmal mit einer dieser Perioden des seelischen Zusammenbruchs zu kämpfen. Es kommt mir vor, als ob sich meinem Inneren eine Inflation vollziehen würde. Ich bin so müde und allem so überdrüssig. Ich fühle mich so unendlich einsam, allein, entwurzelt, keine Freude. Niemand, der wirklich verstehen könnte oder wollte. Das schrieb ein Familienvater. Nee, Frau, das war kurz vor meiner Geburt. Mit meiner Geburt hat das Klagen dann aufgehört oder seine Qualität verändert. Also er hat ab da kein Tagebuch mehr geschrieben, wahrscheinlich weil er so gestresst war. Der Mann, der sein Leben lang Hefte korrigierte, er war Lehrer. Mhm, genau, aber es war kurz vor meiner Geburt, also kurz bevor die Familie sich vermehrte. Und da war er 25 und in der Kraft seiner Jahre und stark körperlich blendend aufgestellt, aber depressiv. Hat und mein Großvater übrigens auch. Also ich habe auch eine familiäre Tradition, man kann sowas erben. Mein Großvater war eben auch schwer depressiv. Der hat aber nie darüber geredet. Der hat das quasi mit dem Schürhaken an der Familie ausgelassen. Und mein Vater hat das dann schon langsam kapiert, dass das eine Veränderung ist. Und aber das muss doch Angst machen, Herr Schamoni. Wenn ich erfahre, mein Großvater war depressiv, mein Vater war depressiv und es gibt Symptome, die habe ich auch schon mit 25 plötzlich. Darf ich mal eben weiter an Frau Dr. Nonn? Die Rolle der Genetik, der Vererbung. Sie haben vorhin gesagt, Frau Schwan, Ihre Mutter hatte Brustkrebs. Sie waren dann auch gefährdet und haben dann auch Brustkrebs bekommen. Wie ist das bei Depressionen? Bei Depressionen wissen wir, dass es eben auch eine genetische Veranlagung dafür gibt, eine genetische Disposition, dass eben, wenn Verwandten ersten Grades von einer Depression betroffen sind, dass mein Risiko eben dann auch dreifach erhöht ist, auch daran zu erkranken. Aber ich würde gerne da einmal, weil das war genau eine Sorge, die ich hatte, weil meine Mutter ja deutlich krank war, ob ich was davon sozusagen geerbt hatte. Und ich glaube, ich kann definitiv sagen, so wie Sie gesagt haben, wir haben alle mal traurige Phasen und sowas alles in Ansätzen. Das ist ja nicht so, sondern das hat ja Übergänge. Aber ich kann für mich wirklich sagen, dass ich mich da überhaupt nicht bedroht fühle, dass ich von meiner Mutter was habe, sondern ich habe durch diese Analyse ziemlich genau gesehen, was sind meine lebensgeschichtlichen Sachen dabei, habe die bearbeiten können und habe keine Belastung von dem Problem meiner Mutter. Das möchte ich ganz deutlich sagen, weil man sonst immer Angst hat davor. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, durch die Analyse. Ja. Also das heißt, Sie setzen sich damit auseinander oder war es auch die Analyse bei Ihrem Psychoanalytiker? Wie bitte? Bei Ihrem Psychoanalytiker oder Ihrer eigenen Analyse? Nein, beim Psychoanalytiker, das ist eine gemeinsame Analyse, das ist ja okay. Klar. Aber diese, die dauert ja auch mehrere Jahre, habe ich übrigens gar nicht schlimm gefunden. Also fand das sogar sehr hilfreich und entlastend. Aber ohne diese Analyse hätte ich die Ursachen für meine Sache nicht begriffen. Aber mit diesem Erkennen der Ursachen habe ich mich auch befreit von der Angst, dass ich irgendwie von meiner Mutter da sozusagen noch angesteckt bin. Das war ich nicht. Kommen wir zu Rocco Schamoni. Wann haben Sie angefangen mit dem Wissen, es hat mich auch letztlich ergriffen, Therapien zu machen? Es wurde bei mir so schlimm, dass ich die Wohnung auch, wie viele andere hier beschreiben, die nicht mehr verlassen konnte und die Vorhänge dann so zugezogen habe und da nicht mehr rausgehen konnte. Und dann habe ich in Hamburg ein Institut angeschrieben, das hieß damals Ballint, Michael Ballint Institut. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, ich vermute ja. Und die waren so eine Art Vermittlungsstelle für Therapien. Und man hat dort vorgesprochen, seine Probleme beschrieben. Und dann haben die, ich habe eine Liste bekommen mit 7 Therapeuten. Bin dann diese 7 Therapeuten durch. Und der Therapeut oder die Therapeutin, mit der man sich verstanden hat, bei der konnte man dann pausieren bzw. Halt machen und dann einen Vertrag abschließen. Das ist natürlich toll, diese Möglichkeit zu haben, dass ich mehrere sozusagen, dass ich Kontakt aufnehmen kann, gucken kann, wo stimmt das? Das war super. Das Problem ist bloß, dass man auch, dass auch welche dabei sind, mit denen man sich nicht versteht. Also die zweite Therapeutin, bei der ich war, die hörte mir zu im Gespräch und dann sah sie so traurig aus, dass ich unglaublich Mitleid mit ihr bekommen habe. Und dann dachte ich, die arme Frau, ich kann jetzt nicht weitererzählen, ich muss die schützen. Und dann habe ich die Praxis verlassen und habe sie geschützt vor mir und bin dann zum nächsten Therapeuten gegangen. Das ging nicht anders. Und das ist natürlich fatal, ne? wenn man den Therapeuten vor sich selber schützen muss. Ja, aber ganz allgemein auch, was kann ich wem zumuten von meinem eigenen Krankheitsbild oder von den Gefühlen und Depressionen, die ich einfach habe? Weiß ich, wie Sie es mit der Familie halten? Naja, also man versucht natürlich, wenn man da ein bisschen Aufsicht auf das Problem hat, die anderen davor zu schützen, soweit das geht. Also ich ziehe mich dann zurück. Ich bin glücklicherweise nicht aggressiv, sondern ich werde eher so
ich klappe in mich rein, ich ziehe mich dann in mein Zimmer zurück oder werde schweigsam, aber und das ist auch nicht angenehm und die Aura, die man verbreitet, ist eine graue Aura, würde ich mal sagen, aber die verzieht sich irgendwann wieder und wenn man sich zurücknimmt und zurückzieht und die anderen die Signale lesen können, dann wissen die, das ist nicht gegen die gemeint, das ist nicht böse, das ist keine Langeweile, ist einfach nur, ich bin jetzt da drin in dem Nebel, ich komme nicht raus aus dem Nebel. Gib mir ein bisschen Zeit, ich komme dann irgendwann wieder zurück. Nun haben wir schon sehr lange, wenn es mit 25 angefangen hat. Ich komme nicht raus aus dem Nebel, haben Sie gerade gesagt. Ja, wie kommen Sie denn raus? Sie müssen ja immer wieder rauskommen, wenn Sie weiterleben wollen. Das ist eine Frage von Zeit. Also ich gehöre glücklicherweise nicht zu denen mit den langen Phasen. Es gibt Leute, die haben dann so halb- oder ganzjährige Phasen, wenn die manischen Depressionen dann sich so hinziehen, dass jemand wirklich eine Manie hat, die ein Jahr dauert und dann abstürzt in den Kessel der Depression. Das ist wirklich krass. Bei mir sind die Wellen kurz, die gehen dann so 3, 4, 5 Tage und dann lüftet sich das Ding wieder von selber. Und ich weiß eben auch eigentlich, was ich tun muss. Ich muss mich wirklich gut benehmen zu mir. Ich muss in die Natur gehen. Ich brauche vor allen Dingen Licht, Licht, Licht. Sonne ist ein totales Heilmittel für mich. Endorphine werden produziert. Ich muss mich bewegen. Ich muss kreativ sein, Kunst machen, mich der Welt stellen, mir was Gutes tun und all diese Dinge, die wir alle wissen, das ist bloß nicht so einfach. Wenn man jung ist, neigt man dazu, andere Mittel zu sich zu nehmen. Zum Beispiel Alkohol, Drogen, Medikamente. Und wenn man das probiert und glaubt, für den Moment, das hilft nicht mir gut. Jetzt gerade und ich habe es probiert, dann wird das Gleis richtig schief. Nun gehören Sie zu einem Künstlertrio. Mit Heinz Strunk und Jacques Palminger sind Sie das Studio Braun. Und wer die kennt, weiß, Sie machen sehr viel auch Unsinn, tolle Sachen, schräge Sachen, absurde Sachen, alles Mögliche. Das sind drei depressive Männer. Ja, allerdings. Ich war mal in Hamburg und habe sie im Theater gesehen, das Studio bei uns. Es war großartig, es war auch sehr lustig. Jetzt habe ich mich gefragt, drei depressive Männer, wie sieht denn ein Abend bei Ihnen alleine aus, zu dritt, ohne Publikum? Drei Typen, die jammern und heulen, drei Stunden lang. Nein, das Geile ist ja, dass man da zu dritt drüber lachen kann. Das Tolle ist, man begegnet sich und man kann über das Gejammere und über das Fertigsein und das kann man beschreiben und die anderen können das dann toppen und man kann darüber lachen. Das ist, man kann das umformen, man kann das ganze Drama umformen und wenn man sich darüber erhebt und sich darüber lustig macht, über dieses Tier, was einen da zu Tode reiten will, dann wird das Tier auf einmal ganz klein und das, dann dreht man den Spieß um und das gelingt uns zu dritt. Immer wieder und auch in unseren Stücken und in den Arbeiten geht es darum, genau diesen Move zu machen, also das Ding umzudrehen und die Bazooka auf das Biest selber zu richten. Ja, aber gleich. Da waren es die Dämonen, da ist es das Biest, okay. Aber Sie haben neulich in einem Interview ganz offen gesagt, ja, Sie haben auch suizidale Gedanken. Und das ist natürlich auch für Angehörige Horror. Mitbekommt, ein Mensch, der an Depressionen leidet, hat das auch immer wieder, weil natürlich alle Angst haben, Sie auch? Also ich sag das ja nicht, ne? Aber ich habe das und ich habe in meinem Leben schon 45.000 Mal darüber nachgedacht, wie ich das machen kann und ob ich das jetzt mache. Und für mich ist das ein Ausweg, der mir eine Erleichterung verschafft. Für mich ist das die letzte Chance, wenn die Beklemmung, die Angst, die ich früher auch hatte. Und wenn das alles so groß wird, dann kann ich diesen Weg gehen. Für mich ist das ein Nothebel, ein Recht, eine Möglichkeit. Und das bringt mir Luft unter die Haube. Also es heißt nicht, dass ich das wirklich machen will. Ich war auch noch nie im Seileladen, ich verspreche es. Aber die Möglichkeit, dass das geht und dass das Schlimme aufhören könnte, wenn ich das machen würde, gibt mir so ein bisschen Raum und dann kann ich wieder weitermachen. Deswegen ist für mich dieser Todesgedanke eigentlich nichts Befremdliches, sondern eher so eine Art Notbremse. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Und trotzdem frage ich mich, ob, wenn Sie eine schlimme Depression haben, egal, auch wenn sie nur 5 Tage dauert, das auch Angst auslöst bei Ihnen. Ja, also ich habe ganz schlimme paranoide Schübe gehabt früher, habe dann, wie gesagt, auch die Wohnung nicht verlassen können. Und das Schlimme ist, bei der Angst, die hier beschrieben wird, ist dann die Angst vor der Angst. Denn wenn man die Angst einmal erlebt hat, ich bin zum Beispiel auf der Straße, einfach weil ich genau das erlebt hatte, dass ich Angst vor nichts hatte, losgerannt, kilometerlang gerannt, aber es war ja niemand hinter mir. Bis ich jemand angehalten und gemerkt, da ist niemand, ich laufe einfach nur, ein Wahnsinniger rennt eine Straße lang, warum? Und als ich das begriffen habe, stellte sich dazu noch die Angst vor der Angst ein. Das könnte ja wiederkommen. Was mache ich bloß? Kann ich mir in der Sparkasse, kann ich mich in die Schlange stellen? Oder kommt dann die Angst wieder? Und dann kriege ich einen Schweißausbruch. Nee, dann gehe ich lieber nicht in die Sparkasse und stelle mich in die Schlange, sondern warte bis zum Abend, wo keiner mehr in der Bank ist oder so. Oder lass mir Geld bringen von jemand anders oder so.
Oder lieber ohne Geld. Damit da auf keinen Fall irgendwas passiert oder sie auch auffliegen in dieser Situation, in der sie dann psychisch gerade sind. Sie haben gerade ihren 8. Roman geschrieben, und zwar einen Roman, Der Jäger und sein Meister, über einen fast vergessenen Künstler, Heino Jäger, den viele wirklich heute noch verehren, oder viele wenige, muss ich dazu sagen, viele wenige noch verehren, der aber eben fast vergessen ist, der ein ganz, jetzt sage ich fast, ein irrer Typ war, das meine ich jetzt positiv, weil er völlig schräg in seinen Gedanken und in dem war, was er künstlerisch machte, der aber schwerste Depressionen hatte und die letzten Jahre seines Lebens unter schlimmen Verhältnissen in der Psychiatrie verbracht hat und dort zugrunde gegangen ist. Ich nenne es mal beim Wort. Warum haben Sie, ein Mensch, der selber mit Depressionen zu kämpfen hat, ausgerechnet über den, der nun das schlimmste Beispiel eigentlich sein kann, ein Mensch, der sich irgendwann vollkommen verloren hat, warum haben Sie über den gearbeitet? Wie belastend war das? Das war nicht belastend, das war in der kargen Humorwürste Deutschland. Wenn man da nach traditionellen, nach Vorbildern oder Vorläufern sucht, wo man sagen kann, da komme ich her, da ist eine Ähnlichkeit, dann gibt es in den 50er und 60er Jahren wenige Leute und in den End-60ern, in den frühen 70ern vielleicht ein paar, und einer von den wenigen, die es da gab, war Heino Jäger, das vergessen worden und auch damals schon gar nicht richtig wahrgenommen worden. Und deswegen, weil er einer dieser Vorgänger ist, dieser seltenen, mit einem speziellen Humor, der vielleicht am allerweitesten vielleicht mit Helge Schneider zu vergleichen ist, weil er keine Pointen hat und merkwürdige Alltagsgeschichten erzählt. Dann findet man in ihm einen Vorgänger, und dass er Depressionen gehabt hat, ist vielleicht der Auslöser dafür, dass sein Humor so speziell gewesen ist wie der unsere bei Studio Braun, die wir auch in diesem komischen, merkwürdigen, schwarzen Stollen graben und da immer wieder mit Humorgut herauskommen. Wir kommen ja aus dem Stollen und aus dem Berg der Depression immer mit etwas Komischem zurück, womit wir uns wieder aufrichten und wieder zum Leben zurückholen. Und das ist einer der wenigen, bei dem das auch so war. Und deswegen war das für mich interessant, über den zu schreiben und festzustellen, in was für einem Verhältnis wir zueinander stehen. Hat es Ihnen trotzdem die Arbeit mit ihm oder als ich an seinem Schicksal sozusagen abgearbeitet haben, hat es Ihnen Angst gemacht? Nein, nee, gar nicht. Im Gegenteil, eher Mut. Okay. Mut zu sehen, dass das bei mir anders ist. Ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo Heino Jäger gewesen ist. Der ist nicht alt geworden. Ich bin nicht in der Psychiatrie. Ich bin nicht schwer auf Alkohol. Ich habe diese Wege nicht gehen müssen, wie die er gegangen ist, sondern ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und insofern bin ich vielleicht, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht bin ich ja morgen noch eine Klapse. Kann passieren. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich habe den Bogen drumherum halbwegs geschafft und kann vielleicht die Reststrecke auch noch zu Ende gehen. Danke. Danke, dass Sie mich auf Heino Jäger gebracht haben, und liebe Grüße an die beiden anderen Depressiven von Studio Braun. Auf jeden Fall. Rocco Schamoni. Das war aber jetzt ein ganz wichtiges Wort, liebe Frau Dr. Nonn, nämlich nochmal den Begriff des Suizides einzubringen. Wenn man sich berühmte Namen anguckt von depressiven Menschen, die bekannt sind, von Virginia Woolf angefangen über Ernest Hemingway, dann sind das oft Menschen, die sich bedauerlicherweise hinterher dann doch umgebracht haben. Was sagen Sie zum Phänomen Suizid überhaupt? Rocco Schamoni hat gerade erklärt, für mich ist das eine letzte Ausfahrt, die ich gar nicht gehen will, aber es ist irgendwas, was mir ein Stück Freiheit, Selbstbestimmung ermöglicht. Eigentlich spricht man ja bei depressiven Menschen auch nicht von Freitod, weil es halt ja gar nicht so eine freie Entscheidung ist, also abgesehen von dem, was Sie gesagt haben, sondern das ist eine Verzweiflungstat. Genau, also Freitod finde ich auch einen schwierigen Begriff, weil die Erkrankten, die an depressiv Erkrankten sind ja nicht frei, sondern sie sind erkrankt an der Depression und können somit keinen freien Willen bilden und damit auch keinen Freitod begehen. Da wage ich aber zu widersprechen. Entschuldigung, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber ich fühle mich überhaupt nicht unfrei als Depressiver. Ich fühle mich als Depressiver auch in meiner Depression frei, und ich möchte meine Depression in meinem Leben behalten. Und ich gehöre zu meiner Depression, und meine Depression gehört zu mir. Das wird so bleiben bis zu meinem Lebensende. Mhm. Jetzt muss ich aber nochmal sagen, ich möchte meine Depression behalten. Ja. Was bringt die Ihnen? Das bringt mir zum Beispiel Einsicht in Menschen und in Situationen von Menschen, wie zum Beispiel diesen Menschen in dieser Runde, die viele andere nicht haben. Ich glaube, dass eine künstlerische Einsicht durch Depression möglich ist, die Kunst zu anderen Ufern treiben kann, als wenn man einfach nur gut gelaunt durch die Welt geht und vielleicht einen Schlager singt oder sowas. Wir das heißt, ohne Depressionen können Sie ein Schlagersänger geworden bitte? Sein. Ohne ich bin Schlagersänger gewesen, aber der Schlager war auch schon deutlich gebrochen. Also, das glaube ich wohl. Darf ich an der Stelle auch kurz was sagen? Ja, klar. Und zwar, Sie haben jetzt gerade was gesagt, das habe jetzt richtig Herzklopfen. Sie haben das so gesagt, so dahin gesagt, so, das haben Sie nichts dabei gedacht, weil Sie ja selbst betroffen sind, aber Sie haben das über Klapse benutzt.
Und als jemand, der selber in der Psychiatrie war, ist das halt teilweise sehr schwierig, wenn dann solche Worte fallen. Und deswegen zum Beispiel habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, um eben Betroffenen und auch Außenstehenden zu zeigen, wie es ist, diese Krankheit. Und genau solche Sachen wie Psycho, boah, das Wetter ist so scheiße, ich habe Depressionen, Klapse, das sind so Sachen, die sagt man so dahin, denkt sich gar nichts dabei und ich verurteile es überhaupt gar nicht, aber dass man da vielleicht ein bisschen sensibler damit umgeht, weil viele sind noch nicht so weit und die triggert das so massiv und fühlen sich dann einfach in sich wieder so schwach und verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe das total, was Sie meinen. Bloß ich für meinen Teil in meinem Sprachgebrauch, ich muss Respektlosigkeit vor dem Drama, vor meiner Krankheit beweisen. Und das beweise ich dadurch, dass ich meine Sprache, sage ich mal, etwas, dass ich in der Sprache etwas rau bin und nicht immer nur so gesittet, voller medizinischem Respekt vor meinem Drama stehe, sondern ich hau dem links und rechts eine rein. Dass Sie das betrifft und andere, das erkenne ich sofort an, da haben Sie recht. Und ich möchte auch nicht, dass andere Leute sich von dem Wort getroffen fühlen. Aber für mich in meiner Welt bin ich da, muss ich da eine Rauheit haben, sonst kriegt mich das. Ich kriege es nur dadurch, dass ich ihm eine knocken kann. Aber das finde ich jetzt interessant, dass zwei Menschen, die betroffen sind, das ganz anders auch verstehen und damit umgehen müssen. Ja. Ja, und das ist meine Frage an Sie. Kann man überhaupt als depressiver Mensch einem anderen, der nicht depressiv, vermitteln, was es wirklich bedeutet? Wir reden ja jetzt 1,5 Stunden darüber. Und ich glaube, wir reden gut darüber, wenn ich es sagen darf, weil Sie so offen sind alle. Aber es ist doch wirklich schwierig, dieses diffuse Gefühl von Dämonen, von Ängsten wirklich klar zu machen. Also je häufiger man darüber spricht und je besser man es eben auch in Worte fasst, oder Sie haben die Form der Kunst, der Musik ja auch für sich gefunden, da glaube ich, dass da schon dann eine große Transparenz herrscht, dass es eben auch zum Beispiel Angehörige oder andere verstehen. Ich komme nochmal auf diese Frage zurück, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, weil wir jetzt so ein bisschen auch bilanzieren. Ihr Rat, also Elisabeth Raffauf hat vorhin gesagt, Eltern sollen einfach Vertrauen geben und hinschauen, gucken, was passiert. Was ist Ihr Rat an Angehörige von depressiven Menschen oder wenn Sie den Eindruck haben, Sie sind depressiv? Also ich würde auch raten, hinzuschauen, wenn man Veränderungen bemerkt, wenn man eben auch merkt, okay, da wird jetzt Suizidalität auch ein Thema. Sie haben einen guten Umgang für sich damit ja gefunden, mit dem Thema Suizidalität auch. Aber es kann ja auch ein sehr bedrohlicher Gedanke für jemanden sein, wenn dieser plötzlich neu auftritt. Viele Schwerdepressive leiden unter solchen Gedanken und erleben die auch als wirklich quälend. Und gerade wenn die neu auftreten, kann ich jeden nur motivieren, eben fachliche Hilfe eben in Anspruch zu nehmen. Und auch wenn Angehörige das eben mitkommen, niedrigschwellig Hilfe in Anspruch nehmen und auch den Betroffenen unterstützen und dann auch sagen, komm, ich mach mal einen Termin, lass uns mal dahin gehen. Gesine Schwan hat ja gesagt, sie hat ihre Depression überwunden. Sie hat heute keine Depression mehr. Also ich finde zwei Sachen sehr wichtig. Erstens, die Depression ist nicht ein notwendiger Mechanismus, der abläuft, sondern es ist eine Situation, in der ich mich befinde und auf die verschiedenen Menschen auch verschieden reagieren. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn es, sagen wir mal, bestimmte Tiefen mit Hilfe von Medikamenten auch überwunden hat. Manchmal muss man dazu Medikamente haben, aber dann die Erfahrung zu machen, dass man nicht nur damit umgehen kann und sozusagen leidend damit leben kann, sondern dass man das auch traktieren kann, dass man da auch ein freier Mensch dabei bleibt. Das ist eine Grauzone. Genauso wie zwischen Krankheit und Gesundheit nicht einfach ein Schnitt ist, sondern das sind Grauzonen. Aber ich finde die Erfahrung, dass ich der Sache ins Auge schaue, also mehrfach ist das gekommen, die Sache angucken, die da auch. Das ist ganz wichtig. Ich habe diese Erfahrung massiv gehabt. Ich muss das jetzt angucken, sonst bin ich total verloren, weil ich keinen Boden mehr habe. Und dazu gehört Mut, aber dazu gehört auch für mich Gottvertrauen. Denn wenn ich etwas angucke, was mich erschreckt, in meinen eigenen Abgrund gucke, dann weiß ich nicht, ob meine menschliche Kraft dazu reicht, das auch zu Ende anzugucken. Aber man braucht diesen Mut. Und ich kann ein bisschen verstehen, was Sie mit dem Humor sagen, weil Humor ist nicht jedem gegeben, aber ist manchmal eine Hilfe,
die Sache nicht so tragisch und lastend werden zu lassen, dass man sie gar nicht mehr handeln kann. Ja? Also mein Vater hatte viel Humor und ich glaube, ich habe davon mitbekommen, dass ich sozusagen, nun mach mal halblang, jetzt guck mal, geh mal auf Distanz und nimm dich nicht so ernst, sondern jetzt geh noch mal an. Ich muss mich ernst nehmen, das ist alles klar. Aber das Verkackeiern oder ist sozusagen in eine scheinbare Kampfsituation bringen, wie Sie das beschrieben haben, ist sicher ein Weg. Ich glaube, das überhaupt, es gibt nicht einen einzigen Weg. Es gibt lauter verschiedene Wege, aber man kann damit umgehen, finde ich, und man kann dagegen auch angehen. Naja, es ist natürlich dann so, jetzt zum Abschluss der Sendung noch mal ganz kurz, die Ausprägung der Krankheit ist so unterschiedlich, wenn man das kann, sie so in Schach halten wie Sie, Herr Ruckstrom, ja, wenn es nicht so schlimm ist und man geht ganz anders damit um, ja, es gibt halt einfach viele Wege. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen hier für diese sehr offene Runde. Vielen Dank an das Kölner Publikum. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass in der kommenden Woche im Kölner Treff Urshahin und Özlem Türeci zu Gast sein werden, die BioNTech-Gründer und Impfstoffentwickler im Kölner Treff am kommenden Freitag. Ich bin sehr gespannt und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für alles, für Ihr Vertrauen. Vielen Dank.